Die Idee dahinter war, dass wenn man ein Echo Dot daheim hat, im Smartphone zu hören, dann die Leute. Hallo, herzlich willkommen hier am Open House an der FH Oberösterreich, Campus Hagenberg. Mein Name ist Dieter Wimmerzahl, ich bin Lehrender für Malware und Betriebssysteme am Studiengang sichere Informationssysteme oder an den Studiengängen sichere Informationssysteme, Bachelor, Master. Wir befinden uns hier in Sesam, unserem Secure Smart Home. Wir haben uns hier eine smarte Demo-Wohnung eingerichtet, eine Einzimmerwohnung, wo wir Smart Homes erleben, Sicherheitsprobleme von Smart Homes finden und analysieren können und in der auch die Studierenden arbeiten, forschen und bis zu einem gewissen Grad auch leben können. Was machen wir hier in Sesam? Zum einen natürlich einmal Geräte in Betrieb nehmen, ausprobieren, die man vielleicht in einem eigenen Smart Home nicht zur Verfügung hat oder nicht vollständig zur Verfügung hat. Wir haben auch die Möglichkeit, diese Geräte bezüglich ihrer Sicherheit zu analysieren. Wir können versuchen, Schwachstellen zu finden und diese Schwachstellen dann natürlich auch an die Hersteller zu melden und die Probleme gemeinsam mit den Herstellern zu lösen. Das ist unser Ziel, das ist nicht immer ganz einfach. Das ist auch was, wo die Studierenden sehr viel lernen können, wie so eine Kontaktaufnahme mit einem Hersteller von solchen IoT-Geräten, Smart-Home-Geräten funktioniert. Das Zweite, was wir machen, ist, wir wickeln Projekte ab, also wo wir zum Beispiel neue Funktionalität in diesen Raum, in diese Demo-Wohnung integrieren, wo wir Geräte in Betrieb nehmen, betreiben und auch über einen längeren Zeitraum analysieren können. Das ist was in vielen Fällen, wenn man es in einem normalen Labor macht, nicht funktioniert. Da stellt man es am Tisch und dann betreibt man es einmal ein paar Tage und dann baut man es wieder ab. Wir verwenden diese Geräte über einen längeren Zeitraum. Und zum Dritten bauen wir Erweiterungen, die aus unserer Sicht ein Smart Home sicherer machen können, besser machen können und die, naja, sagen wir mal so, Datenschutzbedenken vielleicht vieler Nutzerinnen und Nutzer ausräumen können. Heute haben wir zwei Projekte, die wir herzeigen möchten. Zum einen hier das Projekt Drone Hijacking. Wir haben hier eine handelsübliche Drohne, wie man sie ganz einfach zu kaufen kriegt, wie man sie leicht fliegen kann, Drohnenführerschein vorausgesetzt. Und wir haben uns angeschaut bei dieser Drohne, na, wie findet dann da die Kommunikation eigentlich statt? Was macht diese Drohne? Und wir haben festgestellt, na, da wird klassisches WLAN verwendet, wie man es auch in vielen Haushalten oder Unternehmen findet. Allerdings, und auch das ähnelt ein bisschen dem Einsatz in vielen Haushalten, recht schlecht konfiguriert und ja, in einem unsicheren Modus. Und wir haben es dann geschafft, die Studierenden haben es geschafft, diese Kommunikation zu übernehmen, zu analysieren, die Kontrolle über die Drohne zu übernehmen und dann anstelle der berechtigten Inhaberin oder des Inhabers der Drohne die Drohne steuern zu können. Das können wir uns vielleicht kurz anschauen. Wir simulieren jetzt einmal einen Drohnenflug. Wir werden jetzt sehen, die Drohne wird fliegen, wenn sie unserem Drone-Hijacking-Projekt nahe kommt, dann wird das die Kontrolle übernehmen und die Drohne zum Landen zwingen. Man könnte sich vorstellen, man hat jetzt ein Einfamilienhaus mit Garten und wenn eine Drohne da drüber fliegt, dann wird automatisch die Drohne zum Landen gezwungen. Vielleicht können wir uns das kurz anschauen. Wir dürfen jetzt den Drohnenflug, weil natürlich ist ja ein Flugverbot von der FH, aber ich simuliere den Drohnenflug über unseren Hijacker und sobald dann die Drohne da in die Nähe kommt vom Grundstück, wird sie abgeschaltet. Also wirklich immer auf der sicheren Seite, selbst wenn und in der Praxis würde dann natürlich die Drohne nicht einfach abgeschaltet, sondern sie würde zum Landen gezwungen, dass sie eben dann auf der Grundstücksgrenze zum Erliegen kommt. Genau, das ist eines unserer Projekte. Ein zweites Projekt, da haben wir uns ein Gerät angesehen, was viele von euch, von Ihnen kennen werden, und zwar einen Amazon Echo Dot. Die Geräte sind ja sehr praktisch. Man stellt ihn sich auf den Wohnzimmertisch, man kann Steuerbefehle geben, Licht ein-ausschalten, Musik abspielen, Fragen stellen, aber, und das ist vielleicht in vielen Fällen ein sind Bedenken, die man hier haben könnte, die ich zum Beispiel hätte, dass ich mir nicht sicher bin, wann denn mitgehört wird, was mit den Aufzeichnungen passiert, ob das gespeichert wird, analysiert wird.
Und jetzt haben wir versucht, einen Privacy Shield für so einen Sprachassistenten zu entwickeln, der Alexa in dem Fall, aber es wäre egal, welcher Sprachassistent das ist, die Möglichkeit nimmt, zu jeder Zeit mitzuhören. Nur dann, wenn wir das Zuhören erlauben, indem wir ein eigenes Steuerwort, ein eigenes Wake-Word sagen, dann wird der Alexa erlaubt, mitzuhören, auf unsere Befehle zu reagieren und dann kann man sie wieder normal nutzen, wie es der Hersteller, in dem Fall Amazon, gedacht hätte. Schauen wir vielleicht kurz rüber. Wir haben das hier dekorativ in einen Ironman-Helm eingebaut. Wir haben es Friday genannt und wir könnten jetzt mit dem Wake-Word Friday, es ist leider sehr laut, es wird nicht funktionieren, die Alexa aufwecken und ihr die Kontrolle geben, sodass sie dann auf unsere Befehle reagieren kann, dass wir sie ganz normal steuern können, ohne dass wir Datenschutzbedenken haben müssen oder Privatsphärebedenken haben müssen. Genau, das waren zwei exemplarische Projekte. Wir haben natürlich noch viel mehr. Wir haben Monitoring-Infrastruktur, die es uns ermöglicht, Netzwerkkommunikation mitzuhören. Wir haben eine Haussteuerung, dass alle unsere Lichter, die Rollos smart sind, Sensorwerte gemessen werden. All das wird hier in Sesam gemacht von den Studierenden, von uns Lehrenden. Und das Schöne an dieser Smart-Home-Welt, an dieser IoT-Welt ist, dass es immer neue Geräte gibt, neue Geräte kommen dazu, die haben Sicherheitslücken, die Arbeit geht uns nicht aus. Ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich wünsche allen noch einen schönen Open House, viel Spaß bei den anderen Projekten und ich verabschiede mich an der Stelle. Also ich bin die Celine und das ist der Mario und wir sind im C-Studiengang, im Bachelor und wir sind jetzt gerade im sechsten Semester und wir möchten euch gerne unser Projekt MyFlexbox vorstellen. Und ja, also MyFlexbox, die machen eben smarte Locker. Das heißt, ich kann eben hingehen und mittels der App dann ein Paket in diesen Locker einlagern und kann das dann auch meinen Freund scheren. Der kann dieses Paket wieder auslagern. Und ja, eben durch den QR-Code kann man dann eben diesen Spind öffnen oder schließen dann. Genau. Ja, dann schauen wir mal weiter. Prinzipiell, da sagt man vielleicht nochmal einen Use Case. Wir haben einerseits da den zum Locker reservieren, das heißt, wir können da zum Beispiel das buchen, beziehungsweise nachher beim Scheren natürlich das teilen, beziehungsweise mit dem QR-Code können wir natürlich dann nachher den Locker aufmachen. Und da sieht man so einen klassischen Locker, das heißt im Endeffekt, mit dem QR-Code kann ich nachher den Locker scannen, das macht sie auf, kann es einloggen, natürlich wieder ausloggen. Ja, wir haben prinzipiell unseren Fokus auch darauf gelegt, dass wir das Ganze schön machen, dass das einen guten Nutzerflow hat, dass man ansprechende Icons nehmen, Designs etc., so wie man es kennt, dass das schon ein bisschen einen Sinn anmacht, dass das relativ einfach zum Bedienen ist. Genau, wie ich so gesagt habe, Sharing kann man machen, das heißt, ich kann nachher die Lockers über die App mit meinen Freunden teilen, entweder über SMS bzw. WhatsApp oder in der App, wenn da andere auch unsere App benutzt. Genau, Funktionen hat die Celine schon ganz kurz gesagt, das heißt, da würde ich einfach ganz kurz rübergehen. Einerseits in Locker reservieren können wir. Du hast eine Übersicht über alle Locker, du kannst dein Profil anschauen mit ganzen Favoriten, du kannst, wie ich schon gesagt habe, scheren. Du hast einen Detailscreen, das heißt, du siehst nochmal die ganzen Details, das heißt, um was geht es, was will ich machen. Genau, die Favoriten hinzufügen, das heißt, man kann auch in der App sagen, okay, ich möchte irgendwelche neuen Favoriten hinzufügen. Und ich habe zum Beispiel Login, ganz wie man es kennt, entweder mit Mail oder mit einem Google-Login. Genau, was da noch zum Sagen ist, da sieht man es vielleicht ganz gut, im dritten Semester haben wir das gleiche Projekt schon gemacht und haben sich nicht wirklich gute Gedanken gemacht über den Userflow. Das heißt, wir haben den Fehler gemacht, da sieht man es ganz gut. Im Endeffekt haben wir als erster alle Daten auswählen lassen und dann im zweiten Screen haben wir erst anzeigen lassen, wo es die Locker gibt. Dann sind wir eigentlich draufgekommen, naja, eigentlich ist das aber ein Problem, weil er muss alle Daten eingeben und dann gibt es vielleicht in seiner Nähe gar keinen Locker. Ist natürlich ein bitteres User Experience und von dem her haben wir dann gesagt, das müssen wir eigentlich umdrehen, dass man am Anfang gleich sieht, was für Locker es gibt und erst wenn ein passender Locker für ihn da ist, dann lassen wir ihm die Details eingeben. Das sind ein bisschen die Learnings gewesen von unserem dritten bzw. vierten Semester. Und ja, jetzt sage ich euch ganz kurz Demo, hätte ich gesagt, dann kann man sich das ganz gut vorstellen. Switche ganz kurz. So, da sieht man die App. Schnell entsperren. Genau, ich bin jetzt da im Locker-Hinzufügen-Screen. Kann
da oben im Prinzip zwischen einer Karte und einer Map umschalten, wie man sieht. Das heißt, die kann man das entweder so anschauen, kann man den Locker anschauen, was es gibt, zum Zuwe, sagt, passt, den Locker will ich nehmen und klick auf Buchen. Kann natürlich auch oben das ganz normal einschränken, wie man es kennt. Kann entweder meinen eigenen Standort nehmen oder kann zum Beispiel sagen, okay, ich möchte bitte irgendwas in Salzburg haben. Drück Salzburg rein, kriege automatisch am Zoom hin, kann sagen, okay, ich brauche jetzt den Locker bitte von 24. bis 26. auswählen, kann die Fachgröße noch bestimmen, zum Beispiel okay, einen großen, einen kleinen oder wie auch immer. Sagen wir jetzt einfach mal M. Und dann kann ich schon sagen, okay, passt, ich möchte jetzt den Locker reservieren. Das heißt, ich drücke jetzt wieder mal da drauf, das heißt, ich gehe jetzt her, sage, buchen. Und jetzt kriege ich wirklich die Datennummer im Prinzip und kann eine Notiz optional noch hinzufügen. Das heißt, ich kann jetzt zum Beispiel den anderen mitteilen, okay, ein iPhone SE 2020, möchte die verkaufen. Sag fertig, Reservierung bestätigen, dauert ganz kurz und man hat das jetzt in einem Screen drin. Genau, das heißt, ich kann jetzt auf das Screen draufgehen, komme auf das vorher angesprochene Detailfeld, sehe jetzt nochmal, okay, iPhone SE 2020, ich sehe die Fachgröße nochmal, von wann bis wann das geht und ich kann mir jetzt den QR-Code anzeigen lassen. Das heißt, ich kann jetzt sagen, QR-Code vom Locker und das Fachel macht sich auf am Locker. Kann natürlich jetzt erteilen, das heißt, ich gehe wie vorher gesagt, ja, ich möchte das bis den Stefan teilen, das ist ein Favorit von mir. Sag bestätigen, man sieht, jetzt ist geteilt mit Stefan Moser, der kann seine App aufmachen, sieht das und kann nachher das wieder entnehmen. Wie auch immer, was er haben will. Und natürlich kann ich mich über Google Maps nachher hin navigieren lassen, wenn ich nicht genau weiß, wo der Locker ist. Das heißt, man sieht, ich komme hin, komm auf weiter. Genau, mache eine Route hin. Und sehe schon, okay, in dem Fall muss ich jetzt 1 Stunde 43 hinfahren. Ob das jetzt das Beste ist, in dem beim Beispiel ist es dahingestellt. Aber prinzipiell sieht man, glaube ich, dass das ganz gut funktioniert. Ja, das war's soweit. Danke. Warum gibt es immer noch einen Online-Kanal leider nicht? Von dem her. Ja, also grundsätzlich, wir haben da ein System entwickelt, mit dem es möglich ist, Produktkategorien und generell Kategorien von einer Rechnung zu extrahieren. Man kann das einmal kurz herzeigen. Das ist zum Beispiel eine Unimarkt-Rechnung, wo du quasi, wo wir dann quasi die Region of Interest extrahieren können. Da können wir dann die Artikel, die Preise, wir sehen, dass der Unimarkt ist, man sieht, dass die Adresse ist. Und das funktioniert ganz dynamisch, wenn wir da jetzt eine Hoferrechnung dazu dann, haben wir im Prinzip die ganzen Artikel und Preise auch. Das kann man dann nutzen, dass man daraus dann eine App macht, mit der es dann möglich ist, diese Daten zum Beispiel in intelligenten Einkaufslisten zu nutzen. Das heißt, man scannt verschiedene Rechnungen ein und kriegt dann im Zuge von diesem Einscan-Prozess eine neue Einkaufsliste, mit der man dann sogar eventuell Geld sparen können, weil man eben diese Rohinformationen, Preis, Artikel haben. Genau. Danke. Ja, hallo. Ich bin der Plattner Michael. Ich bin eigentlich kein Student mehr an der FH her, sondern ich bin schon Absolvent. Und zwar habe ich Mobile Computing und im Bachelor und im Master studiert und bin dann mittlerweile, also nach meinem Studium, als Assistenzprofessor angestellt worden und zwar hauptsächlich für den Studiengang Automotive Computing. Also den Studiengang, der ist noch relativ jung, den gibt es jetzt seit 3 Jahren. Also wir haben im Sommer unsere ersten Absolventen feiern dürfen. Und ja, und ich darf auch jetzt unser Department-Fahrzeug vorstellen. Und zwar haben wir da einen BMW X1, der unseren Studierenden und auch wissenschaftlichen Mitarbeitern zur Verfügung steht, für Projekte oder auch in die Lehrveranstaltungen, dass man da was live einmal herzahlen kann. Und ja, genau das werde ich jetzt auch machen mit euch. Und zwar sehen wir jetzt das erste Projekt, sind da die Rücklichter. Und zwar, wenn man da mit dem freien Auge hinschaut, sieht man da nicht viel Spezielles. Sie leuchten einfach, aber in Wirklichkeit flackern die extrem schnell und übertragen Daten an ein hinterherfahrendes Fahrzeug. Und um das sichtbar zu machen, kann ich zum Beispiel meine Kamera vom Handy hernehmen und da drauf filmen und mit einer sehr kurzen Belichtungszeit sieht man dann das Flackern. Und
dieses Flackern kann dann ein hinterherfahrendes Fahrzeug mit der Kamera aufnehmen und dadurch die Daten dann empfangen, die von dem Fahrzeug nach hinten geschickt werden. Und ja, für was kann man das jetzt verwenden? Und vor allem für Sachen wie zum Beispiel automatisiertes Fahren. Also man spricht ja oft vom autonomen Fahren. Da geht es aber meistens darum, dass man dass das Auto die Umgebung selber erkennt und selber Entscheidungen trifft. Beim automatisierten Fahren generell spricht man aber auch unter anderem vom kooperativen Fahren, dass quasi Fahrzeuge nicht nur selbst Entscheidungen treffen, sondern auch miteinander kommunizieren und dadurch gemeinsame Entscheidungen dann treffen, was meistens noch besser für den Verkehrsfluss ist. Und mit dem System könnte man beispielsweise dann Verbindung über Funk aufbauen und diese Verbindung dann verifizieren über den optischen Kanal zwischen den Fahrzeugen. Und wie das in der Realität ausschaut, das kann ich euch da vielleicht kurz auf ein Video zeigen. Ich habe da im Kofferraum meinen Laptop drinnen und da haben wir ein Video aufgezeichnet. Ich hoffe, man sieht das auf der Kamera halbwegs gut und es spiegelt nicht so sehr. Aber wir sehen da jetzt das Auto und wie das auf der Landstraße fährt. Es werden links und rechts die Rücklichter erkannt vor dem Auto und es wird in jedem Frame geschaut, ob jetzt das Rücklicht in dem Frame ein- oder ausgeschalten ist und dadurch quasi die Daten, was übertragen würden, werden dann so empfangen. Und wie gesagt, das kann man dann zum Beispiel nutzen, um einen Schlüssel zu übertragen für eine verschlüsselte Verbindung dann über einen Funkkanal. Und das hintere Auto kann sich dann mit Hilfe von dem System sicher sein, dass es wirklich mit dem Fahrzeug vor sich kommuniziert und nicht mit irgendjemand anderen. Es wird also die Identität vom Kommunikationspartner bestätigt damit. Und ja, das war es soweit von die Rücklichter. Was ich euch noch gern zeigen würde bei dem Fahrzeug, wir haben einen direkten Zugang zum CAN-Bus. Und zwar wird der CAN-Bus dafür verwendet, dass Steuergeräte im Fahrzeug miteinander kommunizieren können, um verschiedene Kommandos zu senden. Und damit eben nicht jedes Steuergerät mit jedem Sensor und jedem Aktuator im Auto direkt verbunden sein muss, gibt es einfach einen Bus. Da schickt jedes Steuergerät die Daten auf den Bus und jedes andere Steuergerät, was sich für diese entsprechenden Daten interessiert, greift die einfach vom Bus ab, indem schaut, was diese Nachricht für ID hat. Und da habe ich jetzt einmal mit meinem Laptop mit einem Logic Analyzer mit draufgehängt. Und da kann ich jetzt zum Beispiel mir das anschauen. Ich sehe da jetzt, es werden die Signale dargestellt. Da flackert jetzt einmal nur wild was hin und her. Da ist noch nicht viel Ordnung drinnen. Aber was ich jetzt zum Beispiel machen kann, ich habe jetzt dann Filter eingestellt, dass zum Beispiel die Nachricht abgefangen wird, wenn sich das Fahrerfenster öffnet zum Beispiel. Und da darf ich jetzt die Martina, die sitzt im Auto, darf ich jetzt mal kurz bitten, das Fenster zu öffnen bei der Fahrertür. Ah, der vordere Knopf, nach unten drücken, genau. So. Und wir sehen da jetzt, dass da Nachrichten herkommen, wo die Martina den Knopf gedruckt hat. Und die kann man sich dann auch genauer anschauen in diesem Analyzer. Wir stoppen jetzt mal kurz die Aufzeichnung und ich kann dann da drauf gehen und mir dann genau diese Nachricht anschauen. Da sehe ich dann ganz vorne die ID. Also jede Nachricht hat eine ID vom Sender bekommen, um einfach ja, zu kennzeichnen, was jetzt in dieser Nachricht drinnen stehen soll. Dann steht da, wie lang die Nachricht ist, wie viele Bytes dort übertragen werden und dann die Datenbytes an sich. Da steht jetzt in dem Fall zum Beispiel drinnen, welcher Knopf ist gedrückt worden, um das Fenster zu öffnen, welches Fenster wurde angesteuert, ist das Fenster gerade, geht es gerade auf oder geht es gerade zu, ist gerade unten angekommen, ist gerade oben angekommen und so weiter. Und dann gibt es noch einen Fehlerkorrekturcode hinten dran, um eben zu erkennen, ob die Nachricht fehlerfrei übertragen worden ist und ein Acknowledgement, wo eben einfach die Empfänger dann quasi bestätigen, dass diese Nachricht korrekt empfangen wurde. Und sowas zum Beispiel verwenden wir auch in der Lehrveranstaltung fahrzeugspezifische IT-Systeme 1. Das ist im dritten Semester vom Automotive Computing Bachelor Studiengang gibt es diese Lehrveranstaltung, wo es eben viel um diesen CAN-Bus geht. Und da können wir eben dieses Auto nutzen, um das dann wirklich einmal hands-on am Auto direkt zu testen.
Und ja, vom Auto gibt es eigentlich eh nicht mehr viel zu sagen. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Und ich werde jetzt dann an meine Kollegen weitergeben. Und zwar geht es im Automotive Computing Studiengang zwar viel um Autos, wie der Name eh sagt, aber auch eben um generell die Mobilität der Zukunft. Und da gehört eben nicht nur das Auto dazu, sondern auch andere Mobilitätsvarianten, unter anderem auch die Drohne. Und da werden uns der Michael und der Matthias werde euch jetzt gleich ihr Projekt mit der Drohne zeigen. Genau. Hallo von meiner Seite. Drohnenprojekt vor. Da sieht man von der und von Anfang an. Und da allseits bekanntes. Genau, nun nach der etwas holprigen, aber dennoch erfolgreichen Landung können wir euch jetzt ein wenig was über unser Projekt erzählen. Wer sind wir? Mein Kollege, der Matthias, und ich, der Michael, sind Studenten von Automotive Computing, momentan im 6. Semester, und haben 2 Drohnenprojekte gemacht als unser Bachelorarbeit, also unser Bachelorarbeitsthema. Das eine Drohnenprojekt umfasst eben von Matthias die autonome Steuerung einer Drohne mit einem Kellner-Service, und mein Projekt, was wir uns jetzt ein wenig genauer anschauen, umfasst eine Verkehrsanalyse mit Hilfe der Drohnenkamera, um zum Beispiel die Auslastung vor einem Parkplatz feststellen zu können. Um das zu demonstrieren, haben wir da hinten eine zweite Drohne platziert, die mit der Kamera in Richtung Auto schaut. Und das können wir uns jetzt da genauer anschauen in der App, wie das funktioniert. Also am Anfang verbindet es sich einmal mit der Drohne, dann sieht man da rechts unten gleich einmal den Akkustand, und dann kann man das öffnen. Wie wir da jetzt eben sehen, da sehen wir den BMW. Und da kann jetzt die Objekterkennung starten. Rot umrandet sieht man jetzt die Objekte, die erkannt werden. Eben das Auto, die 2 Reifen. Rechts hinten erkennt es nur ein Fenster. Links hinten Objekte, die ich jetzt nicht näher definieren kann. Und wenn man dann die Erkennung stoppt, sieht man da, es hat einen Reifen erkannt, es hat ein Fenster erkannt, nur einen Reifen, ein Auto, eine Person und fälschlicherweise nur zusätzlich einen Reifen, weil der scheinbar doppelt erkannt wurde. Aber es kommt eben nur auf die Anzahl der erkannten Autos an. Das sehen wir da ganz oben unter Detected Cars. Also es hat ein Auto erkannt. Wenn ich jetzt über einen Parkplatz hinüberfliegen würde und da würden zum Beispiel 10 Autos stehen, würde es da eben 10 Autos erkennen. Dann sehe ich noch einige Statistiken zum Flug, wie zum Beispiel die Erkennungszeit, die verwendete Batterie und die höchste Flughöhe. Jetzt, da wir nicht geflogen sind, ist sie logischerweise bei 0 Meter. Genau, das war einmal der erste Teil vom Projekt, und jetzt darf ich an Matthias übergeben, der den zweiten Teil. Genau, beim zweiten Teil ist eben darum gegangen, einen autonomen Kellner-Service zu machen. Der ist jetzt anhand von mittels GPS-Koordinaten umgesetzt worden. Und wie man gesehen hat, die Drohne fliegt einmal von Punkt A zu Punkt B, also mehr oder weniger von der Theke zu einem Tisch. Das, wie man sieht, GPS ist nicht sehr zuverlässig in dem Bereich, was man eben in der Zukunft verbessern muss und eben durch ein anderes System weiterentwickeln sollte. Ja, und anhand des Projekts hat man da drüben zum Beispiel fest gesehen, die Drohne ist eben von Punkt A zu Punkt B geflogen, hat das Bier zum Tisch gebracht, hat die Fehllandung richtig interpretiert und hat sie wieder ausgebessert. Und genau, was hat uns an dem Projekt Spaß gemacht? Einerseits die Entwicklung von einem Drohnenservice, das Testen mit der Drohne, was sehr viele Stunden gefordert hat, war wirklich lustig, beziehungsweise einmal eine neue Technologie von einem Verkehrsservice ist einfach einmal was Schönes zu sehen, weil man trotzdem, wir machen sehr viel mit Autos und wir sind halt auch ein Bereich, der was offen für Neues ist, und eben zum Beispiel da luftbasierter Verkehr, das wird auch in der Zukunft eine große Rolle spielen. Genau, das war es jetzt von unserem Projekt, von dem Drohnenservice. Und ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und dass ihr uns zugeschaut habt. Danke. Danke.
Ja, hallo, mein Name ist Florian Eibensteiner. Ich bin Professor bei den Studiengängen Hardware Software Design, Hardware Software Design auch in der dualen Organisationsform und im Masterstudiengang Embedded Systems Design. Und ich darf euch jetzt kurz mitnehmen auf einen kleinen Rundgang und zeige euch Projekte in Kooperation mit unserer Forschungsabteilung und den Studiengängen, die eben mit Studenten gemacht werden im Rahmen von Studentenprojekten und Studentenarbeiten. Und das erste Projekt, das ich euch gern vorstellen möchte, hat den Namen Elektroimpedanztomographie-System. Der Max ist einer der Studenten, Masterstudenten, die eben da mitarbeiten. Und er wird euch jetzt ganz kurz erklären, was da alles gemacht wird, warum wir das machen und was in dem Projekt passiert. Genau, also Elektroimpedanztomographie ist ein System zur Auswertung von zwei- oder dreidimensionalen Widerstandsnetzwerken. Wir machen das in unserem Projekt im Sinne von dem, dass wir einen Stoff auswerten und schauen, wie das Widerstandsnetzwerk von diesem Stoff aufgebaut ist, dass wir rückschließen können auf die Daten wie irgendwie eine Beschaffenheit, Beschichtung oder das ist ein smartes Stil, was druckempfindlich ist. Da sollte man dann auch irgendwelche Druckstellen drauf erkennen. Was sind bei diesem Projekt jetzt unsere Aufgaben? Wir machen von Schaltplan bis Platinenlayout, was man da eben sieht, alles im Endeffekt. Also die komplette Hardware. Wir haben das auf ein Development Board draufgesetzt, machen da die Software dazu, die digitale Hardware. Das schickt man auf unser Rechnersystem übers Netzwerk. Da machen wir dann die Datenauswertung und die Visualisierung. Wenn das Projekt fertig ist, sollte man dann auf so einer Grafik sehen, wie das Widerstandsnetzwerk aufteilt ist. Also wenn ich da jetzt dann zum Beispiel drauf drücke, dann sollte in diesem Bereich irgendwo ein roter Punkt entstehen, dass man dann sieht, wo lokal irgendwie das Widerstandsnetzwerk verändert hat. Wo kann das dann noch und überall eingeführt werden? Man kann so weit gehen, dass man es in der Medizintechnik macht, dass man so wie auf dem Bild sichtbar direkt einen Brustgurt nimmt und da dann zum Beispiel das Widerstandsnetzwerk der Lunge auswertet, dass man sieht, ob im Lungengewebe was sich eingelagert hat oder ob es irgendwie Belüftungsprobleme in der Lunge gibt. Also da gibt es noch einige Use Cases. Aber da hat der Florian vielleicht noch mehr. Ja, danke. Dann beschäftigen uns wir generell mit smarten Textilien, genauso wie wir eben da jetzt gerade gesehen haben. Textilien, smarte Textilien sind eigentlich Textilien, die eine Oberflächenbeschichtung haben und so die Möglichkeit kriegen, sozusagen physikalische Prozesse zu spüren. Ja. Und diese physikalischen Prozesse oder diese Daten, die die Textilien aufnehmen für uns, werden dann in weiterer Folge elektronisch ausgewertet. Und wir hätten da jetzt, haben Sie das dann im Zusammenhang mit einem Datenhandschuh einmal angeschaut. Also das ist ein Handschuh, der in der Lage ist, Gesten mit einer Hand zu erkennen. Wir sehen das da in dem Video ganz kurz. Also der Handschuh misst im Endeffekt die Fingerstellungen, die Handbewegungen. Ja. Und wir haben da eben die textile Sensorik in diesen Handschuh integriert, haben dann die Elektronik dazu entwickelt, damit diese Daten dann in weiterer Folge aufgezeichnet werden können und eben dann zum Beispiel einen Rechner, wie man es da jetzt sieht, weitergeleitet werden oder zum Beispiel auch an jede andere Maschine. Man denkt da zum Beispiel an einen Roboter, der dann eben über Handbewegungen verfahrt oder gesteuert werden kann. Aufgabenstellungen bei diesem Projekt waren natürlich dann, dass man die Elektronik, die man eben braucht, in diesen Handschuh derart integriert, dass sie für den Träger nicht spürbar sind. Die Genauigkeit, die gefordert wird, aber so hoch ist, dass man eben dann auch in industriellen Anwendungen wirklich diesen Roboter präzise verfahren kann. Ja, entstanden ist diese Arbeit eben bei uns in der Forschungsabteilung im Rahmen von einer Masterarbeit und der Masterstudent, der das ausgearbeitet hat, hat eben im Endeffekt die Platine entwickelt, die Elektronik entwickelt, eben die Software geschrieben, damit eben die Signale entsprechend dann weitergeleitet werden. Ein anderer Bereich bei den smarten Textilien, mit dem wir uns auseinandergesetzt haben, sind berührungssensitive Oberflächen. Da sehen wir jetzt zum Beispiel ein Touchpad, das ist im Endeffekt besteht aus leitfähigen Textilien und ist mehr oder weniger am Touchpad vom herkömmlichen Notebook nachempfunden worden.
Und wir haben sie eben angeschaut, wie man über so berührungssensitive Textilien, zum Beispiel Anwendungen, steuern kann. Wie zum Beispiel eine Präsentation am PC, ja, wo man eben dann durch links und durch rechts Streifen sozusagen das Bild steuern kann. Findest du das? Ja. Genau. Wo man eben dann durch links und rechts Streifen die Präsentation steuern kann. Interessant in dem Fall auch, wir haben sozusagen diese Auswerte-Werte-Einheit dazugebaut, die kommuniziert sozusagen via Bluetooth mit dem Computer in dem Fall und emuliert mehr oder weniger dann ein Eingabegerät und schickt im Endeffekt die entsprechenden Tasteneingaben dann an den Rechner durch. Und vielleicht noch zum Schluss, ganz kurz, wir haben diese Idee von diesem drucksensitiven Textil weitergesponnen und haben das Ganze dann für eine Matrix umgesetzt. Das heißt, auf diesem Textil kann man zweidimensionale Gesten eingeben. Rein theoretisch ist dieses Textil auch drucksensitiv. Das heißt, wir könnten dort nicht nur Wischgesten, sondern auch Druckgesten erkennen und hätten so drei Dimensionen. Auf diesem Video sehen wir eine kurze Demonstration von diesem Touchpad und wir sehen da, dass zum Beispiel durch Nachzeichnen von Buchstaben mit dem Finger auf dem Touchpad sozusagen werden dann die Buchstaben erkannt von dem Touchpad und dann einfach ein Schriftzeichen an den Computer gesandt. Ja, wir haben dann noch diverse andere Projekte, wo wir eben auch versuchen, zum Beispiel Aktorik in Textilien nachzubauen. Ein ganz interessantes Projekt wäre zum Beispiel der textile Lautsprecher, wie man hier sieht. Ja, hier ist sozusagen eine Spule in einem Textil nachgebaut und eben auch mit einem Smartphone verbunden. Und das Smartphone spielt die Musik ab und das Textil, mehr oder weniger, ist der Lautsprecher, wo das Musikstück dann wiedergegeben wird. Die Idee hinter diesem Projekt steckt auch eine Masterarbeit, ist dann zum Beispiel, dass man diese Lautsprecher in einem Stirnband integriert und dann sich einfach die Kopfhörer spart und zum Beispiel zum Joggen nur das Stirnband aufsetzt. Das kann man aber natürlich dann weiterspinnen, diese Idee. Kann man zum Beispiel in Sturzhelme integrieren, wo dann der Motorradfahrer trotz des Sturzhelms mit dem Handy Verbindung zum Handy aufbauen kann und dann zum Beispiel Radio hören kann oder eben auch telefonieren kann und kommunizieren kann mit der Außenwelt. Und der Riesenvorteil gegenüber herkömmlichen Kopfhörern ist natürlich, man sieht das eben da bei so einem Demo-Aufbau, das ist wirklich hauchdünn, also das ist ein ganz normales Textil und hat somit eben sehr feine und kleine Einbauer, das ist sehr gut in alle möglichen Applikationen zu integrieren und ist eben nicht so globig wie ein herkömmlicher Kopfhörer, den man sich halt in so was stecken muss. Gut, ja, danke vielmals, dass ihr mitgekommen seid auf unsere kleine Tour für ein paar Beispielprojekte aus dem Bereich Smarte Textilien, die eben in den Studiengängen Hard Software Design und Embedded Systems Design umgesetzt werden. Grüß euch, wir stellen euch jetzt unser Studienprojekt vor. Ich bin der Lars Daniel, das ist der Meister Florian. Wir studieren beide im sechsten Semester Hardware Software Design. Unser Studienprojekt haben wir im vierten, fünften Semester gemacht. Und zwar, das ist ein smarter Spurhalteassistent. Der funktioniert so: praktisch der filmt die Kamera, der filmt die Straßen mit einer Kamera und versucht dann, dass er die Spur erkennt. Die Spurerkennung funktioniert mit einer künstlichen Intelligenz. Man kann sagen, künstliche Intelligenz ist was relativ viel Rechenleistung braucht. Und wir haben versucht, dass wir das möglichst stark beschleunigen, dass das schnell funktioniert. Und energieeffizient. Entschuldigung, ja. Genau. Dazu haben wir eigene Hardware verwendet. Ist die Hardware, also FPGA, der berechnet die KI und der Software danach versucht dann praktisch, dass die Mitte von der Vorspur auszufindet. Und praktisch dann eine Einheit im Auto, die was das Auto lenkt, versucht dann praktisch, dass das Auto auf der Spur hält. Also wir haben wirklich nur den Sensor entwickelt, der was praktisch die Straße mit der Kamera aufnimmt
und dann praktisch herausfinden, wie weit ist er eigentlich aus der Mitte aus. Genau, das macht einmal unser System. Und das soll dann eben später in Fahrzeuge wie ein Auto oder ein LKW, irgendwelche Kraftfahrzeuge, die auf der Straße unterwegs sind, eingebaut werden, dass sie eben robust, mit einer robusten Lösung, die KI ist robust gegenüber Regen, vielleicht irgendwann einmal gegenüber Schnee, das trauen wir uns jetzt noch nicht behaupten bei der, gegenüber Lichtverhältnisse, ist es einfach ein zuverlässiger Spurhalteassistent und das soll dann eben im Straßenverkehr eingesetzt werden. Genau, der Florian hat es eh schon gesagt, was natürlich der Vorteil von der künstlichen Intelligenz ist, weil Spurhalteassistent gibt es ja schon, aber der Vorteil ist natürlich, es ist viel, viel robuster gegenüber irgendwelchen Lichtverhältnisse und Regen und was weiß ich. Und zum Beispiel, wenn man in einen Tunnel fährt, das verträgt der Spurhalteassistent nicht gut. Aber unser System hingegen schafft es schon doch ganz gut eigentlich. Man sieht es auf deinem Video, das ist live aus einem Auto aufgenommen mit der Kamera. Man sieht, dass er die Spur doch relativ sauber erkennt eigentlich. Das ist auf der Autobahn. Man sieht, die Kurven funktionieren es auch ganz gut. Wir haben da Ausschnitte auf der Bundesstraße, da funktioniert es auch richtig gut. Man sieht ein bisschen, er hat ein bisschen Probleme mit der Leitlinie der Strichlierten, aber das ganze Netz ist mit einem Datensatz aus Amerika trainiert worden. Also wir haben einen Datensatz genommen anfertigen, weil ein Datensatz anfertigen war sehr viel Aufwand. Und der ist halt aus Amerika, die haben andere Linien, andere Straßenmarkierungen. Darum ist es jetzt für Österreich nicht optimal, aber es funktioniert ganz okay. Wenn man das jetzt noch besser machen möchte, dann müsste man quasi den Datensatz in Österreich aufnehmen, also länderspezifisch, weil ja jedes Land ein bisschen andere Markierungen hat auf der Straße. Dann wird es noch besser funktionieren. Wir haben das dann gelöst, dass wir einfach das Center, das wir auswerten, wie weit das wir aus der Fahrspurmitte sind, einfach filtern, damit so hochfrequente Sachen wie die Markierungen einfach nicht in die Steuerung vom Auto mit einfließen. Genau. Und weiter hinten im Video kommt dann noch ein Kreisverkehr. Da sieht man zum Beispiel, Kreisverkehre waren in dem Datenset nicht drinnen, mit dem wir trainiert haben. Und dementsprechend funktioniert der Kreisverkehr leider nicht. Die enge Kurve geht noch ganz gut und im Kreisverkehr setzt es dann komplett aus. Aber wenn man einfach Kreisverkehre in einen Datensatz mit aufnehmen würde, dann würde das später auch funktionieren. Genau, und wir haben einen kleinen Showcase vorbereitet, diesen wunderschönen Roboter. Man sieht ganz gut, wir haben hier eine Spur aufgeklebt. Das Bild hier ist das, was der Roboter aktuell sieht. Und der weiße Fleck da in der Mitte ist die Straße, die er erkennt. Und wir haben da am Boden jetzt eine Straße aufgeklebt. Normalerweise wäre er komplett schnurlos, aber wir haben jetzt die Stromversorgung, da leider der Akku ausgegangen ist, haben wir jetzt die Stromversorgung nur dran. Aber sonst ist er eben komplett schnurlos. Und wenn wir den jetzt da herstellen und fahren lassen, dann sehen wir... Man sieht da schon, er erkennt die Spur relativ gut. Mein Fuß, auch wenn er in der Herstelle ist, behindert ihn gar nicht so extrem stark. Für den ist er auch doch relativ robust. Und ja, passt ihn schon fahren lassen. Dann haben wir das auch gemacht. Sieht eben, dass er da oben die Spur erkennt und hier unten fährt er ihr brav noch, fährt schnell die Kurven aus. Also das funktioniert wirklich schon ganz gut und robust. Genau. Haben wir sonst noch was? Wir haben eine Webseite, Projektwebseite, falls ich wer noch für das Projekt genauer informieren will. Falls er sich noch genau informieren will, die Projektwebseite steht zum Morgen da auf dem Plakat. kvision.projects.fh-hagenberg.at. Und wir haben es uns da noch offen, schaut uns so aus, wir haben da einzelne Reiter für die einzelnen Teile vom System, eben mit dem Webinterface, was wir zuerst gesehen haben, dass man sieht, was der Roboter sieht und da ist alles schön drauf erklärt. Also wenn Sie wer dafür interessiert, könnt ihr bitte gerne auf der Webseite vorbeischauen, da ist alles genau erklärt. Ja, was wir vielleicht nur abschließend sagen wollen, wir waren ja in dem Team 6 Leute, für die Leute war natürlich jeder essentiell, also jeder seine eigene Aufgabe macht. Also mir persönlich hat das Projekt richtig Spaß gemacht. Man hat einfach das, was man im ganzen Studium gelernt hat, auch ein wenig anwenden können. Man hat sich ja selber was beibringen müssen, das ist natürlich klar. Aber was mir halt so taugt hat, ist, man arbeitet da gemeinsam in einem Team, man überlegt sich eine Idee und überlegt dann, wie kann ich das jetzt umsetzen. Und auch da, wenn es einen Rückschlag gibt, ja okay, oft diskutiert man drüber, man verbessert es. Und
das Coolste ist natürlich, wenn es am Schluss ist, auch dann wirklich funktioniert. Und seit Jahren am Projekt arbeitet, sicher stressig, aber zum Schluss, wenn man sieht, es kommt was aus, dann das geht auch. Einfach, dass man mal sein ganzes erlerntes Wissen anwenden kann und dann kommt was aus, so das funktioniert, das macht dann richtig eine große Freude. Also das war richtig cool. Die Projekte sind wirklich, wirklich eine coole Sache im Studium da bei uns in HSD. Genau. Ja, wir hoffen, wir haben das ein bisschen näher bringen können. Ich hoffe, wir haben es häufig verständlich erklärt. Dann Dankeschön. Danke für die Aufmerksamkeit. Liebe Leute, herzlich willkommen. Wir sind jetzt hier im Bereich von Medizin und Bioinformatik. Mein Name ist Stefan Winkler. Ich glaube, ich kann die Maske abnehmen. Ja, als Sprecher. Mein Name ist Stefan Winkler. Ich bin Leiter des Departments für Medizin und Bioinformatik bzw. Data Science und Engineering. Wir haben ja einige Sachen vorbereitet, die wir am Tag der offenen Tür her zeigen im Bereich Medizininformatik und Bioinformatik, was wir in einem gemeinsamen Bachelorstudium anbieten. Eines der Beispiele, die in den letzten Jahren sehr viel Berühmtheit erlangt haben, ist zum Beispiel, wie breiten sich Krankheiten in einer Bevölkerung aus. Das hat in den letzten 2 Jahren natürlich weltweite Aufmerksamkeit erregt. Es ist ein Teil von dem, was man auch in Medizin und Bioinformatik lernt, dass man eben auch einschätzen kann, welche Teile der Bevölkerung sind infiziert, wie stark ist überhaupt die Vernetzung innerhalb der Bevölkerung, wie stark breitet sich denn sowas aus und wo kommen jetzt diese Wellen her, von denen wir immer wieder sprechen. Einige von den Sachen, die wir in den letzten Jahren erlebt haben, war nicht unbedingt zufällig, sondern es war ja klar von der Modellierung her, wie sich das Ganze entwickeln wird und dass es eine gewisse Zeit dauert, bis zum Beispiel da einige Teile der Bevölkerung infiziert sind, dann mit einer gewissen Zeitverzögerung eben einen Residenzschutz aufbauen, diesen aber dann nach einer gewissen Zeit auch wieder verlieren. Und natürlich besteht sehr viel in der Kunst, in der Medizininformatik dann darin, dass wir diese Parameter richtig schätzen. Wie lange dauert es, bis das sehr viele Leute keinen Immunisierungsschutz mehr haben und dann beginnt auf einmal die nächste Ausbreitungswelle. Auf sowas werden wir uns wohl auch in den nächsten Monaten wieder einstellen müssen. Wie gesagt, das ist nur ein kleiner Teil der Medizininformatik. Sehr viel beschäftigt sich mit Informatik allgemein. Das heißt, wir lernen in diesem Studium Programmieren, Datenbanken, Netzwerktechnik, aber auch Visualisierung von gewissen Vorgängen. Wir bieten das gemeinsam an mit Bioinformatik. Ja, Bioinformatik ist eben dann die Analyse von biologischen Daten, ja, mit Hilfe der modernen Informatik. Aber wir haben hier auf der anderen Seite ein Beispiel vorbereitet. Jetzt möchte ich überleiten zu meinem Kollegen. Da gibt es eine Software, die auch von Leuten aus der Bioinformatik vorbereitet wird. Sebastian, kannst du uns was zeigen? Ja, schönen guten Tag und hallo. Ich bin der Sebastian Dorr. Ich bin hier wissenschaftlicher Mitarbeiter und Doktoratsstudent im Bereich der Bioinformatik in der Forschungsgruppe. Und bei uns und bei einem meiner Kollegen geht es immer um die Proteomik, um die Analyse von Proteinen und die Algorithmen und die Software, die wir dafür verwenden, um Proteine und alles um die Proteine herauszufinden. Proteine sind natürlich die Eiweiße, die Grundbaustoffe für alle funktionalen Teile in unserem Körper und alles, was die Biologie ausmacht. Und hier haben wir dann mal so eine Demonstration auch gebaut, die ja gerade schon jemand verwendet, weil man kann diese Proteine beliebig auch visualisieren. Und hier haben wir tatsächlich eine virtuelle Realität in kleinen Raum gebaut, wo man die Struktur von den Proteinen, zum Beispiel, wenn Sie da mal gerade das Protein da hochheben, das ist eine Möglichkeit, wie man diese funktionellen Bausteine unseres Lebens visualisieren kann. Also hier sind beispielsweise wirklich jedes einzelne Atom, was in dem Molekül ist, ist eigentlich so eine Kugel dargestellt und die chemischen Verbindungen daran gekennzeichnet. Und das ist alles ganz wichtig, um biologische und medizinische Forschung zu unterstützen, denn diese Struktur, wie aus einer Eiweißkette, die eigentlich ja nur aus 20 immer gleichen Aminosäuren besteht, dann so ein komplexes, dreidimensionale Struktur wird, die dann auch die Funktion bestimmt. Denn viele Interaktionen in unserem Körper laufen immer von Protein zu Protein nach dem Schlüssel-Stoß-Prinzip an. Also wenn dann sich so eine kleine Falte quasi ändert und das plötzlich nicht mehr genauso zusammenpasst wie vorher, dann können zum Beispiel Krankheiten entstehen. Und diesen Prozess nachzuvollziehen, das ist wichtig für die Forschung. Und was wir hier vor allem machen, ist Software entwickeln, die möglicherweise auch visualisiert, aber vor allem auch Proteine identifiziert, herausfindet exakt, welche Proteine sind zum Beispiel in einer Blutprobe oder in einer Körperprobe drin. Und dafür braucht man ganz spezielle Algorithmen, die sich dann die Daten aus den Messgeräten anschauen und dann den medizinischen Forschern oder dem medizinischen Personal diese Informationen liefern können. Also wir forschen hier und entwickeln hier Software, die sich mit dieser Frage bestellt, was für Proteine finden wir und wie interagieren die miteinander.
Richtig. Und genau auf diese Aufgabenstellungen bereitet unser Studium die Personen, die sich für Medizin und Bioinformatik entscheiden, vor. Das heißt, wie vorher schon erwähnt, man muss natürlich dazu programmieren können, man muss sich mit Datenbanken auskennen, Visualisierung, aber natürlich auch die die naturwissenschaftlichen Grundlagen. Sie lernen bei uns auch ab dem ersten Semester Grundlagen der Biologie, der Medizin, auch der Chemie. Und man macht auch selber Experimente im Biolabor. Und genau dort gehen wir jetzt hin. Also ich möchte Sie einladen, mir jetzt zu folgen. Gehen wir mal rauf ins Biolabor. Unser Publikum kann ich jetzt zum Teil mitnehmen. Schauen wir rauf. Wir sind auf Sendung. Super. Ja, herzlich willkommen bei uns da im Biolabor vom Studiengang Medizin und Bioinformatik. Was machen wir hier? Also mit den Studierenden machen wir normalerweise ab dem ersten Semester bereits kleine Experimente im Bereich Chemie. Wir machen Sachen, die heutzutage bekannt sind. Also Corona hat nicht nur Nachteile. Also so Allgemeinwissen über PCR ist mittlerweile bekannt geworden. Also wir machen auch hier PCRs mit an der DNA von den Studierenden. Wir machen wieder Biochemie, wir arbeiten sehr viel mit Bakterien. Ja, und das Ziel von der Ausbildung hier ist jetzt nicht, dass die Studierenden da Laboranten werden, sondern wir arbeiten mit den Daten. Also unsere Absolventen, die arbeiten mit Daten aus dem medizinischen Labor. Und ja, da schauen wir uns an, wie das einfach, wie diese Daten herkommen. Wo Fehler passieren können in einem Labor, weil wenn man mit den Daten arbeitet, hat man einfach Fehler. Die zwei Stationen, die wir heute hier aufgebaut haben, die würde ich einfach ganz kurz präsentieren. Einfach mitkommen. Was machen wir hier? Da haben wir eine kleine Station zur Isolierung von DNA. Also Lösung, mit der wir die Zellen aufbrechen können. Dann Lösungen, mit denen wir die DNA aus diesen Zellen herausbekommen. Und dann können wir das in so kleinen Fläschchen, die einer DNA-Helix nachgebaut sind oder symbolhaft eine DNA-Helix darstellen sollen, abfüllen. Und die Leute können sich das als kleine Kette mitnehmen. In der Realität natürlich arbeiten wir mit der DNA weiter, wie zum Beispiel eben bei einer PCR. Die andere Station, die wir hier rüben haben, da geht es also um Blutgruppenanalyse. Das ist einfach ein Teil im zweiten Semester, die gesamte Physiologie. Und ja, ich habe hier das zusätzlich aufgebaut, weil es ein schönes Beispiel ist, ein aktuelles Beispiel für die Blutgruppen, also die Verteilung der Blutgruppen. Man sieht, dass 0 und A die häufigsten Blutgruppen sind in Mitteleuropa. Die unterscheiden sich, weil die roten Blutkörperchen hier so Oberflächenstrukturen haben, und die kann man relativ leicht nachweisen mit sogenannten Antikörpern, besonders in diesen Fläschchen drinnen. Und ich weiß nicht, ob man das jetzt hier sieht. Da ist also dann da, wenn es eine Reaktion gibt, hier so rote Blutchen aufscheinen. Da haben wir also dann hier eine Agglutination. Die Antikörper verkleben die roten Blutkörperchen, und dann ist diese Person hier ganz selten A positiv, haben 4% der Mitteleuropäer. Und warum ist das jetzt da für uns recht aktuell? Warum in Bezug auf die Corona-Erkrankung Covid-19? Jeder kennt wahrscheinlich Personen, die Kontakt hatten mit kranken Personen und die trotzdem nicht erkrankt sind. Und die große Frage ist, warum ist das so? Wir wissen natürlich, dass der Body Mass Index beispielsweise einen Einfluss hat, diverse Vorerkrankungen, aber sicherlich auch die Genetik. Und das macht man dann hier mit sogenannten GWAS-Studien, deren Auswertung wir machen. Wir haben also hier beispielsweise die gesamte DNA des Menschen mit ca. 500.000 Mutationen. Das wird mit solchen DNA-Chips, Gene-Chips beispielsweise gemacht. Das in diesem kleinen Feld sind 500.000 Proben drinnen. Und dann schaut man sich bei einigen tausend Leuten an, der Unterschied krank, nicht krank. Und wo dann hier die Punkte oberhalb der roten Linie sind, dort sind Mutationen, die zuständig sind für die Schwere dieser Erkrankung. Und eins, was sich da ergibt, ist eben das AB0 Blutgruppensystem, dass Personen mit Blutgruppe 0 ein geringeres Risiko haben, an Covid-19 schwer zu erkranken, und zwar 32% verringertes Risiko. Ja, und das kann man also hier machen, und dann sieht man auch,
wie wichtig sozusagen solche Analysen in so einem Labor sind. Ich glaube, soweit sind wir es einmal. Ja, hallo und willkommen zu unserem Projekt. Ich bin der René Keier vom Masterstudiengang Software Engineering und meine Kollegin Corinne Ascher vom Masterstudiengang Kommunikation, Wissen und Medien. Genau, und wir dürfen euch jetzt unser Projekt, das wir im Rahmen unserer Masterstudiengänge erarbeitet haben, bisher mal den Zwischenstand präsentieren, so wie wir es heute auch beim Tag der offenen Tür vor Ort für die Gäste machen. Genau. Und dazu sollen wir jetzt eingangs ein bisschen erwähnen, was in unserem Projekt grundsätzlich geht und was wir bisher so erarbeitet haben. Genau, also wir haben einen Maschinenprototypen sozusagen gemacht für eine Maschinensteuerung. Den sieht man da hinten schon am Bildschirm. Wir wollen vertesten, wie man mit einem PS5-Controller Industriemaschinen bestmöglich steuern kann. Dazu machen wir im Rahmen vom Tag der offenen Tür eine User Study, also eine Bedienstudie sozusagen oder Benutzerstudie, wo wir verschiedene Elemente mit verschiedenen Bedienkonzepten abtesten und dann daraus für unseren Auftraggeber herausfinden, was sie gut eignet und was sie weniger gut eignet. Genau. Angestoßen ist das Ganze durch die Firma Keber eben, die herausfinden möchte im Rahmen unseres Studienprojekts, mit welchen Interaktionskonzepten und Bedienelementen man eine möglichst intuitive Maschinensteuerung in der Industrie erreichen kann. Zentraler Fokus bei dem Ganzen ist dabei der PlayStation 5 Controller, bei dem wir dieses Projekt quasi gestartet haben. Das war so unser Ausgangspunkt. Voraussetzungen waren im Endeffekt, wir haben gegeben gehabt den PlayStation 5 Controller und wir sollen uns quasi die möglichst intuitiven Bedienkonzepte erarbeiten und diese heute auch im Rahmen dieser Benutzerstudie testen, wie die Testpersonen damit umgehen, beobachten, bei verschiedensten Personengruppen, zum Beispiel Gamern vor allem, die eben diesen PS5-Controller schon des Öfteren vielleicht in der Hand gehabt haben, wie die damit umgehen und wie die Bedienkonzepte quasi erfasst werden und was quasi als erstes ausprobiert wird zum Beispiel. Genau, und dabei sollten wir jetzt da als nächstes schätze mir damit dazu übergehen, diesen Prototypen einmal herzusagen und die Bedienkonzepte, die wir konzipiert und realisiert haben, einmal live zu demonstrieren. Genau. Wir haben da hinten eben den, unseren Prototypen. Man sieht da schon verschiedene Bedienelemente, die so bei so einer Maschinensteuerung vorkommen können. Das ist zum Beispiel Druck und Temperatur. Wir haben da unseren PS5-Controller und die Testpersonen testen einfach sehr intuitiv, ohne Anleitung einmal, wie sie unsere Aufgaben sozusagen lösen können. In dem Fall müssten sie zum Beispiel beim Druck einstellen, 17,5 Grad bar. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man das machen kann. Wir erfassen einerseits natürlich über eine Beobachtung, was genutzt wird, stellen aber natürlich auch Rückfragen und haben eine Kamera, die uns begleitet, das aufzeichnet und uns dann im Nachhinein auch nochmal die Möglichkeit gibt, dass man nochmal schaut, wenn man was übersehen hätte vielleicht. Genau. Dann gibt es die Möglichkeit zum Beispiel, dass man alle Eingabemodule vom PS5-Controller nutzt, also zum Beispiel auch dann Druck und Temperatur über Touchpad zu steuern. Uns ist einfach wichtig, oder das ist auch unserem Auftraggeber wichtig, dass wir alle möglichen sehr intuitiven Bedienkonzepte vom PS5-Controller nutzen. Zum Beispiel auch da hinten gibt es einen Widerstand, den die Kollegen besetzt haben, sodass man sie wirklich gut durchdrucken muss, damit man da schneller oder langsamer ist. Genau. Wir haben dann als nächstes UI das Ringmenü. Sieht man schon verschiedene Werkzeuge, die man auswählen kann. Und zum Beispiel mit dem Controller lässt sich das auswählen. Oder auch mit den Schultertasten hinten kann man was auswählen und einloggen. Genau. Wir testen einfach und schauen uns an, was gut funktioniert. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden dann auch in einem Fragebogen nochmal befragt und auch in einem Interview befragt, wie es ihnen geht damit, welche Verbesserungsvorschläge es zum Beispiel gibt, damit wir einfach so viel wie möglich für unseren Auftraggeber lernen können. Genau. Zum Schluss haben wir noch die Linearachsen, die man verschieben kann, entweder Joystick, auch wieder mit den Triggern oder, und das ist auch eher so eine fancy Lösung, mit Gyroskop, das im PS5-Controller eingebaut ist, das heißt mit Neigung. Kann dann auch noch links oder rechts verfahren werden, per X-Achse. Genau.
oder Feinjustierung, haben wir schon gelernt, ist, hat sich die Pfeiltasten bewährt. Genau. Okay. Wir haben für unsere Testerinnen und Tester dann auch nochmal alle Benutzerkonzepte aufgeschrieben. Es kann ja durchaus sein in der Benutzerstudie, dass der Teilnehmer oder die Teilnehmerin nicht sofort auf alles selbst draufkommt, sondern dass man dann nochmal hinweist, welche Bedienkonzepte es noch gibt und die Teilnehmerinnen und Teilnehmer uns dann auch nochmal sagen können, was hat ihnen besser gefallen, was war intuitiv oder was war einfach einzustellen. Genau. Genau. Und bei diesen Konzepten, die wir da aufgezeichnet haben, ist es auch wichtig zu erwähnen, dass wir da ein Zeitintervall gesetzt haben, wo wir die Testpersonen also anfangs einfach selbst probieren lassen. Und je nachdem, ob die Bedienkonzepte selbst entdeckt werden, also so durch Herumprobieren, wie man halt intuitiv den Controller bedienen würde, je nachdem, ob dann alle gefunden werden oder nicht, wird das dann aufgelöst und dass man mit Hilfe dieser Zeichnungen zum Beispiel erklärt, wir hätten diese und jene Konzepte auch noch angeboten. Und eingangs bei der Studie wird auch noch erwähnt, dass dies kein Test am Benutzer selbst sein soll, sondern an unserem erarbeiteten Prototypen. Der Fokus hier liegt nicht auf dem Können der Testpersonen, sondern rein auf unserer technischen Umsetzung bzw. der Konzipierung und auch bei den Testpersonen herauszufinden, wie vergangene erlernte Interaktionsmuster eben aufgrund durch Gaming oder anderen technologischen Interaktionen, ob dadurch erlernte Interaktionsmuster mit zukünftig zu Erlernenden bzw. den generellen Benutzerverhalten einen Zusammenhang stellen und wie wir diese am besten rekonstruieren können. Genau. Man sieht auch, dass natürlich Menschen, die schon Erfahrung haben mit Gaming, sie natürlich etwas leichter tun oder auch zum Beispiel die X-Taste nutzen für Bestätigung, wie es halt bei PlayStation-Spielen auch sehr üblich ist. Ältere Personen bringen bei uns aber auch den Fokus herein, dass man mit weniger Gaming-Erfahrung oder keiner Gaming-Erfahrung manche Sachen auch sehr intuitiv nutzt, also zum Beispiel die Joysticks, oder zeigt uns auch auf, was wirklich sehr, sehr einfach ist sozusagen und wo es vielleicht schwieriger ist, dass man das Ziel erreicht. Genau. Ja, und als nächstes, glaube ich, können wir darauf eingehen, was bei unserem Projekt generell, also jetzt nicht mit Fokus auf Prototypen, sondern generell beim Arbeiten an unserem Projekt die Herausforderungen waren. Jetzt von beiden Studiengängen, da wir ja eben diese Kooperation studiengangsübergreifend gemacht haben. Also würde ich gern anfangen mit den reinen Herausforderungen so rein SE-seitig. Da ich eben beim SE-Master studiere, kann man eben sagen, dass halt so ziemlich dieses von der grünen Wiese starten für uns gewisse Challenge war und einfach dieses hineinfinden, welche Lösungen können die besseren sein oder welche Technologien probieren wir aus, dass wir da vom Auftraggeber die Freiheit erhalten haben, okay, probiert mal, welche Technologien eures Ermessens noch quasi passen würden. Und das war auch sehr lustig für uns, da uns hineinzuspielen, hineinzudenken und das auszuprobieren. Jedoch war halt dieses Zeitconstraint auch, was generell in der Programmierung für Software-Ingenieure auch ein großes Thema ist, natürlich dieses Einschätzen, wie lange brauche ich für gewisse Tasks und was habe ich nur zur Verfügung. Das abzuschätzen war dann ein sehr großer Punkt für uns. Genau. Und die Technologien, die wir verwendet haben, die auch bei dem Prototyp, den wir vorher gezeigt haben, zum Einsatz kommen, sind eben zum Beispiel Unity. Das ist eine Engine für Spielentwicklung, die in der Industrie auch sehr häufig genutzt wird, für sehr bekannte Spiele, auch wie zum Beispiel Hearthstone, Hollow Knight und ich glaube halt die neulich herausgekommenen Pokémon-Spiele für die Nintendo Switch werden zum Beispiel mit dieser Technologie entwickelt. Das glaube ich fasst ziemlich gut die Herausforderungen von der reinen SE-Seite her zusammen. Dann würde ich gerne an die Kollegin weitergeben. Genau, für KWM. Glaube ich, kann ich sagen, dass für uns Herausforderungen natürlich waren, einmal überhaupt zu verstehen, wie so eine Industriesteuerung grundsätzlich ausschaut, welche Bedienelemente das da gibt, was alles eingestellt werden muss bei einer Industriemaschine, also wenn man sich vorstellt, eine Spritzgießmaschine oder irgendeine andere Fertigungsanlage, das man jetzt nicht unbedingt aus dem eigenen Arbeitsumfeld zum Beispiel erkennt. Da hat es einiges an Recherche gegeben. Wir haben natürlich auch mit unserem Auftraggeber sprechen können. Der hat uns aber natürlich auch nicht zu sehr schon in eine Richtung drängen wollen. Dementsprechend haben wir da sehr, sehr viel selber recherchiert. Dann auch natürlich die Recherche, wo es darum gegangen ist, herauszufinden, wie zum Beispiel verschiedene PlayStation-Spiele die Benutzung oder Bedienung
umsetzen. Das haben wir gemacht, damit wir einfach herausfinden, was ist vielleicht eh schon ein erlerntes Konzept oder Muster. Und natürlich gemeinsam mit SE kann ich sagen, haben wir sehr, sehr viel gelernt über Softwareprogrammierung, vielleicht nicht so sehr im Doing, aber im Projektmanagement, dass wir auch zum Teil natürlich unterschiedliche Vokabeln benutzen, für einerseits die User Study, aber andererseits natürlich auch für die Projekte an sich oder die Programmierung an sich. Ansonsten glaube ich, hat es aber super gut funktioniert. Wir haben natürlich kleine Herausforderungen gehabt im Herbst mit dem Corona-Lockdown, aber ich glaube, wir sind recht zufrieden und wo wir aktuell stehen und werden jetzt im Sommersemester unsere Ergebnisse von der User Study natürlich einmal zusammenfassen, schauen, was hat sich daraus ergeben, wo gibt es Themen, die man Prototypen nur verbessern können, werden dann gemeinsam mit dem Auftraggeber drauf schauen, wo können wir unseren Prototypen weiterentwickeln über das Sommersemester hinweg und dann ist das Ziel im Mai, Ende Mai, Anfang Juni den Prototypen auch final zu übergeben. Genau. Gut, ja, also zusammenfassend kann man auch sagen, dass es eine sehr große Besonderheit ist bei unserem gemeinsamen Projekt, eben da es eher üblich ist, dass diese Studienprojekte eher studiengangsintern, also nicht übergreifend durchgeführt werden. Aber das ist jetzt auch meine persönliche Einschätzung, es war sehr cool für uns da übergreifend das zu erarbeiten und da man natürlich auch Kontakte knüpft über Studiengänge hinweg und da auch aus dieser eigenen Blase, aus diesem eigenen Jargon eben, wie schon erwähnt wurde, ein bisschen hinauskommt und ein bisschen in andere Domänen hineinblickt. Und zu den Zukunftsaussichten, wie es mit dem Projekt dann weitergeht, eben nach der Übergabe. Meines Wissens nach ist dann eben geplant, dass in der Keva dieser Prototyp auch eventuell weiterentwickelt wird oder zumindest da intern nur Proben damit durchgeführt werden, um zu schauen, wie das in die Firma, in deren eigene Prozesse am besten zu integrieren ist und wie sie am besten darauf aufbauen können. Natürlich auch von technischer Seite ist quasi kein Requirement für uns, dass wir jetzt das irgendwie so übergeben, dass die dann direkt darauf aufbauen, aber wir versuchen es natürlich möglichst so zu entwickeln. Genau, das fasst eigentlich so gut unsere Zukunftsaussichten zusammen. Genau. Passt, ja. Ja, willkommen. Wir stellen heute das Studienprojekt her für Software Engineering. Das haben wir gemeinsam mit Teufelberger gemacht. Die haben uns eine Problemstellung gegeben. Das erklärt der Sascha. Ja, schönen Nachmittag auch von meiner Seite. Ich darf ganz kurz nur vorstellen, Firma Teufelberger Redelli aus Wels, Traditionsunternehmen. Uns gibt es sehr lange, sind vielleicht in gewissem Maßen sehr konservativ, aber das hat uns auch angetrieben, etwas Neues auszuprobieren. Den konservativen Gedanken, täglich Papers, die bei uns auf den Schreibtischen zu liegen kommen, auszuwerten, diese auch den Mitarbeitern und Kollegen täglich zur Verfügung zu stellen, damit man daraus Verkaufsleads ableiten kann. So haben sich hier die Frage gestellt, wie könnte man das über digitale Lösungen vereinfachen und auch besser darstellen. Und so ist die Idee gekommen, mit der FH Hagenberg hier eine Kooperation zu schließen und mit dem Studiengang Software Engineering sind wir dann in die Ideengestalt gegangen und aus dem Ganzen heraus ist dann der sogenannte Crawly entstanden. Ein Software-Tool, das auf Basis von Schlagworten, die der Vertrieb oder auch andere technische Abteilungen im Unternehmen für sich definieren und auch in das Programm eingeben, dann werden diese Schlagworte über definierte Lead-Pages gesucht oder danach gesucht und den jeweiligen Personen dann geordnet zur Verfügung gestellt. Hat für uns den riesen Vorteil, dass wir daraus viele Informationen bekommen, ohne sehr viel Aufwand damit zu haben und darüber raus soll prinzipiell mehr Geschäft für uns im Unternehmen entstehen. Ja, da möchte ich gleich wieder zum Florian überleiten, der so ein bisschen die technischen Themen präsentiert. Genau, also wir waren in einem Team von 9 Personen, plus unser Betreuer, dem Ulrich Bodenhofer. Der hat für uns die Artificial Intelligence Know-how beigebracht zu unserem Team. Und das da ist unser Prototyp, den man hier unten sieht. Im Endeffekt geht es darum, dass quasi das Web automatisch durchsucht und aus bestimmten Keywords, hier sieht man jetzt zwei Keywords, Kran und Seil, daraus Ergebnisse ableitet. Im Endeffekt bringt es also einen Haufen von Ergebnissen, weil jetzt kommt von der Webseite relativ schnell mal das Wort Kran oder das Wort Seil vor. Jetzt haben wir das intelligenter gemacht und das Ganze mit einer AI verknüpft. Wir haben dann dieses Result, da sieht man dieses Like- und Dislike-System.
Da können Mitarbeiter sagen, ob das ein relevanter Lead ist. Die können das dann liken und sagen, das ist relevant, oder disliken und sagen, das ist irrelevant. Wenn es relevant ist, dann könnte es ein potenzieller Kunde sein, dem sie dann ein Angebot machen zum Wartungsvertrag für Seile, zum Verkaufen und so weiter. Genau. Das ist im Endeffekt das, der ganze Prototyp. Was mir besonders Spaß gemacht hat beim Projekt, war, dass wir von der FH, das wir gelernt haben in den ersten drei Semestern, dann in Soft Skills mal ausprobieren können mit anderen Studenten, dass wir wirklich in einem Projektteam arbeiten können, dass wir das Scrum benutzen können, dass wir da wirklich Freiheiten haben, mit Technologien selber zu implementieren. Genau, die Betreuer coachen uns da ein bisschen, geben aber Hilfestellungen, aber im Endeffekt haben wir dann sehr viele Freiheiten und so viel machen konnten und dass wir so viel eigentlich auch noch außerhalb von den Vorlesungen und den Übungen lernen können. Hi, wir sind von der Virtual Gallery for Student Works. Wir sind aus Medientechnik und Design. Ich bin der Michi. Ich bin der Eli. Ich bin der Philipp. Ich bin der Philipp. Und wir dürfen euch jetzt eben unsere Virtual Gallery herzeigen. Die Problemstellung am Anfang von dem Projekt war praktisch, wie wir den Tag der offenen Tür für Medientechnik und Design besser gestalten. Medientechnik und Design ist ein sehr breiter Studiengang. Wir haben alles von 2D über 3D, Audio, Video. Und deswegen wollten wir diese ganze Vielfalt von MTD in eine Experience einkapseln. Die Lösung dafür war eben diese virtuelle Galerie. Das ist gebaut in Unity, eine Game Engine. Und man kann dann in diesem virtuellen Raum sich frei bewegen, kann herumgehen. Die Galerie besteht aus 5 Räumen, jeweils ein Raum für den Projekttyp. Das heißt, wir haben 2D, 3D, Audio, Video und Programmierung. Man kann dann herumgehen, man kann mit den Podesten, mit den Displays, kann man interagieren, kann sich verschiedene Arbeiten anschauen und so einfach wirklich MTD in seiner Vielfalt erleben. Genau. Magst du schon mal den Playtester zeigen? So wollen wir es. Ja, dann zeigen wir es gleich. Ja, genau. Ja, go ahead, dann. Genau, also man spawnt quasi in so einer Lobby. Da hat man so ein Miniaturmodell von der ganzen Galerie quasi vor sich. Dann haben wir auch ein Pause-Menü eingefügt. Da hat man eine Map, wo man sich dann in die verschiedenen Räume teleportieren kann. Mit dem Podest kann man auch interagieren. Zum Beispiel beim 3D-Podest kann man das Material wechseln von shaded auf transparent. Aber auch aufs nächste Projekt schalten. Da sieht man auf der Seite immer die Renders, die dann aus dem Modell entstanden sind und eine kleine Projektbeschreibung. Genau, dann ist das der Videoraum. Da haben wir Projekte aus 2D Motion Graphics zum Beispiel drinnen, Introduction to Animation oder was war das? Introduction to Video. Genau. Das ist der 2D-Raum. Da haben wir Sachen aus Fotografie, Design Basics ausgestellt. Das ist zum Beispiel ein Logo, das wir im ersten Semester gemacht haben. Und das sind die Game-Style-Porträts aus Fotografie. Dann im Audioraum haben wir auch verschiedene Projekte, die wir in Audiopraxis gemacht haben. Zum Beispiel da eine akustische Szene, wo man mit Soundeffekten eine möglichst realistische akustische Szene halt bauen muss. Das hört man dann alles im Headset drinnen. Wenn man auf Play drückt, kann da auch wieder durch die Werke durchschalten quasi. Genau, und dann ist das noch unser Code-Raum. Das ist zum Beispiel ein kleines Minigame, das wir im ersten Semester mit C gemacht haben. Dann sind das Game-Prototypes, die wir mit einem Web-Tool im zweiten Semester gemacht haben. Und eine Personal-Website, die wir im ersten Semester gemacht haben. Ja, das war es eigentlich schon ziemlich.
Genau, was das Besondere an unserem Projekt war, es ist erst einmal, KANAF ist ein Metaprojekt eigentlich. Das heißt, wir haben hier ein Studierendenprojekt, in dem andere Studierendenprojekte ausgestellt werden. Also es ist so ein Meta-Ding, das ich ganz cool finde. Und außerdem ist es sehr reusable. Wir haben von Anfang an drauf gesetzt, dass wir diese Displays modular gestalten. Das heißt, wenn ich ein weiteres 2D-Projekt, irgendeine Fotografie dazugeben mag, kann ich einfach ein weiteres Podest reinziehen in die Szene und das Ganze dann neu exportieren. Und somit kann ich das für laufende Jahre einfach neu updaten, neue Arbeiten hinzufügen und das Ding veraltet nicht. Also man kann es im nächsten Jahr fürs Open House genauso wieder verwenden. Und da setzen wir uns auch keiner von den anderen Projekten, die vielleicht heute schon vorgestellt wurden, ab, weil unser Projekt wirklich fürs Open House entstanden ist. Also das ist dafür da, für heute und für Karrieremessen und für Bildungsmessen, um ausgestellt zu werden. Was mir am besten bei der Creation gefallen hat, glaube ich, war die Konzeption. Einfach weil nun nicht so ganz feststeht, wie das Ganze im Endeffekt ausschauen soll. Weil das ist einfach die aufregendste Phase, wenn diese ganzen Ideen reinkommen und man gerade dabei ist, eben sich zu überlegen, wie das Endprodukt ausschauen soll. Ja, also was mir am besten gefallen hat bei der Entwicklung, war eben das Environment zu machen und die ganzen Podeste und auch die Interfaces, die wir eben in die 3D-Softwares gemodelt haben und dann exportiert haben, in Unity rein, mit der Logik quasi verknüpft haben, dass das alles funktioniert. Das hat mir eigentlich am besten gefallen. Mir hat am besten eigentlich immer das Testen gefallen. Also ich war vor allem für die VR-Version zuständig. Und das ist dann halt voll cool, wenn man gerade was gemacht hat in Unity und dann drückt man auf Play und dann sieht man quasi das, was man gerade gemacht hat, wirklich so, wie wenn es im echten Leben wäre vor sich. Ja. Und wenn man jetzt noch ein bisschen in die Zukunft schaut, wo das Projekt hingehen kann, ist uns als erstes Web eingefallen, dass wir das Ganze einfach auf Web umlegen, dass man es im Browser spielen kann, weil eben solche Tage wie heute, Tag der offenen Tür, ist während der Pandemie, hat es jetzt quasi 2 Jahre nicht gegeben. Gott sei Dank gibt es jetzt wieder. Aber man könnte dann eben einfach von daheim, vom Browser, die Galerie sich anschauen, einfach durch MTD quasi online erleben. Und mit dem verknüpft wäre dann auch eine Upload-Website, was wir uns überlegt haben, wo man dann einfach als Student sich quasi registriert und dann seine eigenen Arbeiten hochladen kann, 3D, Audio, Video, alles, was man sich vorstellen kann. Das wird dann in einer Asset-Datenbank hochgeladen, eben sortiert und vollautomatisch in die Galerie integriert, sodass das Ganze noch mehr automatisiert wird dann einfach. Das wäre quasi die Zukunftsvorstellung. Danke fürs Vorbeischauen. Das war's. Ja, danke. Und sonst natürlich die klassischen Themen, Zeitdruck, Crunch-Time, waren natürlich auch mehr oder weniger präsent, sage ich jetzt einmal. Aber am Ende des Tages haben wir es sehr gut gelöst, hätte ich gesagt. Okay, ja, cool. Und so als Gegenstück, jetzt, was euch leicht gefallen, wo habt ihr viel Spaß dran gehabt, was leicht machen kann? Wir haben eine lange Leine bekommen, sagen wir es mal so. Wirklich im September davor war das Skript eigentlich schon in der Rohfassung fertig und dann hat es auch schon die ersten Gespräche gegeben, also 4, 5 Monate vor der eigentlichen Premiere. Und selbst da ist zu uns gesagt worden, okay, das findet zwar statt im Theaterstück, aber wie es aussieht, wie wir das designen möchten, also die visuelle Sprache dahinter, das bleibt voll und ganz uns überlassen. Also wir dürfen uns austoben, wir dürfen Vorschläge bringen und eben dieser Schritt, dass wir von dem vom Studienbetrieb, wo wir immer diese konkreten Vorgaben hatten, ihr habt komplette kreative Freiheit, war natürlich eine der großen Sachen, die uns Spaß gemacht haben. Dass wir am Anfang sehr viel mit einem Look experimentiert haben, dass wir uns überlegt haben, wie soll die ganze Sache ausschauen, wie soll sie sich verhalten, was möchten wir eigentlich alles für Features drinnen haben. Also gerade die experimentelle und die Anfangsphase, die konzeptionelle Phase dahinter, war eine der spannendsten Sachen dahinter. Natürlich auch die Umsetzung, aber die war geprägt durch andere Probleme, eben wie Manuel schon gesagt hat, das Einarbeiten in ein neues System und eben auch dieses dynamische Hin und Her von ändernden Anforderungen vom Theater hin und her. Aber prinzipiell war dann zum Schluss hin dieses Zusammenfügen dann und auch bei der Premiere das Sehen, dass es funktioniert, dass es gut ankommt, dass jeder damit Spaß hat und auch vom Publikum gut angenommen wird, das war dann nochmal so die Kirsche auf dem Sahnehäufchen. Ja, sowas braucht natürlich auch viel Kommunikation zwischen Landestheater Linz und auch euch. Wie ist es bei der Kommunikation gegangen? Was waren so Reibungspunkte? Weil es hat ja doch eher sehr technisch angehaucht und die vom Theater vielleicht eher sehr künstlerisch oder auf der Bühne mit analoger. Also der Großteil der Kommunikation hat bei uns halt klassisch Corona-like über Zoom, Teams, Jitsi und Ähnlichem passiert, viel über E-Mail. Und an
sich ist die Kommunikation dahingehend halt einfach interessant gewesen, weil das Theater spricht die Sprache des Theaters und wir sprechen aber die Sprache der Spieleentwickler, sage ich jetzt einmal. Und dass man einfach dann diesen gemeinsamen Konnex findet, dass man sie gegenseitig versteht, damit man weiß, was kann die gegnerische Seite, wie können wir da besser zusammenarbeiten, wie finden wir eine gemeinsame Sprache. Das war halt einfach die Herausforderung in dem Zusammenhang. Und es hat einfach eine Zeit gedauert, aber umso länger das Projekt vorangeschritten ist, umso näher sind diese beiden Sprachen aneinander gerückt und hat uns dann natürlich auch das Arbeiten einfacher gemacht, weil wir gewusst haben, von was reden wir, auf was wollen die genau hinaus. Und auch natürlich für die Zuständigen vom Theater, die haben auch gesagt, für sie ist es dann leichter geworden, wie sie gewusst haben, wo liegen unsere Grenzen, was sind unsere Möglichkeiten und sie dann darauf reagieren haben können. Ja, schön. Das soll es dann bestenfalls auch sein. Was sind bei euch am Projekt dann die Zukunftsaussichten? Wie schaut das in Zukunft aus? Alienation an sich, wenn man jetzt dieses, ich möchte es ja fast nicht Videospiel nennen, sondern es ist eigentlich eher so eine digitale Set-Extension, läuft noch bis April, kann man noch bis April im Theater sehen, also eigentlich im Livestream, aber das Theater, um dieses analoge, wie du es vorhin schon genannt hast, dieses analoge Medium Theater doch ein Stückchen zu digitalisieren und nochmal der Jugend zu attraktivisieren. Was bedeutet, wir möchten da gerne auch ein bisschen Forschungsarbeit dahinter betreiben, einfach nur wirklich so gut angenommen worden. Wir dachten, dass es angenommen worden ist. Was sind weitere Möglichkeiten und wie kann sich das im Idealfall vielleicht noch ausbauen lassen? Also Alienation, das Projekt an sich, ist somit eigentlich abgeschlossen. Ist gekauft worden, wenn wir so möchten. Aber dieser Themenbereich von interaktivem und digitalen Theater ist natürlich eine Folgeaufgabe, die in eine ähnliche Richtung geht, nicht in die gleiche, aber wieder, wo wir schauen möchten, dass wir das Digitale mit dem Analogen auf der Bühne in irgendeiner Form in Verbindung bringen können. Okay, sehr spannend. Ja, ich wünsche euch viel Erfolg weiterhin bei eurem Projekt und eurem Research Paper. Danke vielmals, dass du da warst. Und ja, hoffentlich hört man sich bald wieder. Das hoffen wir auch, danke. Ciao. Tschüss. Passt, cool. Dann ist eigentlich jetzt vorbei. Nice. Perfekt. Gut. Hallo, und das, was ihr gerade gesehen habt, war ein Ausschnitt einer Interviewsituation von Hagenberg on Air, von Open House Day aus Hagenberg. Wir haben hier Manuel und Nils im Studio. Hallo und schön, dass du da seid. Und wir sprechen über das Theater, aber nicht über das, also nicht über das altbekannte Theater, sondern über ein etwas neues Theater, wo ein bisschen neuer, frischer Wind hineinkommt, ein bisschen digitalisiert. Und um was geht es da grundsätzlich oder wie ist dazu gekommen? Alienation heißt das Projekt. Und Alienation ist auch der Name dieses Theaterstücks, an dem wir mithelfen durften, eine Kooperation mit dem Landestheater Linz. Zu dieser Kooperation ist es gekommen, da wir vor einem Jahr schon mal die erste Berührung gehabt haben mit einem anderen Projekt. Aber der Workflow miteinander hat super funktioniert und beide Parteien hatten eigentlich das Gefühl, dass beide viel voneinander gelernt haben. Und die als Theater hatten natürlich eine gewisse Hürde, dass jetzt in den Covid-Zeiten Besucher nicht ins Theater konnten, aufgrund von Besucherzahlenrestriktionen und anderen Auflagen. Nun standen die vor der Aufgabe, okay, wie kann man ein immer schon analoges Medium wie Theater digitalisieren und gleichzeitig aber auch für die Jugend so ein bisschen attraktivisieren. Und da sind sie dann auf uns zugekommen. Sie haben gesagt, hey Jungs, unser neues Theaterstück namens Alienation handelt von einer jungen Dame, die umzieht, ihr Leben auf den Kopf gestellt wird und sich dann in ein Videospiel flüchtet. Und da haben sie die Connection gemacht. Aha, das ist doch ein super Punkt, wo wir einhaken könnten, wir unsere Ideen reinbringen können. Warum bauen wir nicht einfach dieses Videospiel nach und können somit das Theater noch so ein bisschen einen digitalen Touch geben und gleichzeitig eben der Jugend noch so ein bisschen schmackhafter machen. Okay, sehr interessant. Ja, wenn ihr mehr dazu wissen wollt, dann schaut euch am besten das Interview an. Das hat im Rahmen einer Sondersendung von Hagenberg on Air stattgefunden, eben live vom Open House Day. Und ja, damit danke fürs Zusehen. Ja, wir, die Hanna Rodler und ihr, die Patricia Rinz, sind Studentinnen aus dem vierten Semester vom Studiengang Kommunikation, Wissen und Medien. Und wir dürfen euch heute ein bisschen was über ein Projekt vom dritten Semester erzählen, aus dem Modul Mensch-Maschine-Interaktion.
Ja, in der Lehrveranstaltung haben wir am Anfang halt, also oder laufend Theorie kennengelernt und die haben wir dann gleich praktisch umgesetzt, und zwar in den Prototypen. Wir haben am Anfang vom dritten Semester die Aufgabe gestellt bekommen, dass wir Prototypen machen sollen zur Arm oder mehreren von den Sustainable Development Goals von den United Nations. Das sind zum Beispiel was wie eben die Umwelt oder Bildung, halt Sachen, die Frieden stiften und nachhaltig helfen. Und genau, wir haben da Climate Arena entwickelt, das werden wir euch dann auch gleich zeigen. Und in Climate Arena geht es darum, dass man mit Freunden und Familien sich gegenseitig in sogenannten Arenen Herausforderungen stellt zum Thema wie Klima und Nachhaltigkeit. Also zum Beispiel so eine Herausforderung könnte sein, ersetze eine Autofahrt durch eine Radfahrt oder schau beim nächsten Mal einkaufen, dass du Produkte ohne Plastik kaufst. Und wenn man den Challenge dann geschafft hat, also die Herausforderung, dann kriegt man sogenannte Bäume. Und in der Arena wird man dann innerhalb von 30 Tagen gerankt. Und wer dann am Schluss von den 30 Tagen am meisten Bäume hat, hat gewonnen. Und die Gewinnerin oder der Gewinner kann dann auch am Schluss die Verliererin zu einer freiwilligen Spende herausfordern. Wir haben da auch eine KWM-interne Usability Challenge gehabt, also einen Wettbewerb, und den haben wir mit Climate Arena gewonnen. Und die Patricia wird euch den jetzt sofort herzeigen. Ja, also so schaut die Profilseite von Prototypen aus. Ich bin da jetzt schon eingeloggt. Ich sehe schon meinen Username, Patricia. Dann sehe ich da, wie viele Bäume ich schon gesammelt habe in den Challenges. Da kann ich auch raufklicken und dann sehe ich eben meinen Wald, wie der wächst. Das wird eine Motivation sein für den User, dass er möglichst viele Bäume sammelt. Natürlich wird man angezeigt, wie viel CO2 ich schon bereits gespart habe als Motivation. Und ich sehe auch, wie viele Herausforderungen ich abgeschlossen habe. Da unten in der Spendenübersicht kann ich auch nachschauen, wie viel ich schon gespendet habe. Und ich kann jederzeit, wenn ich motiviert bin oder wenn ich Geld überhaupt habe, ein bisschen was an eine NGO spenden. Und wenn ich das mache, wenn ich zum Beispiel jetzt 5 Euro an Aktion gegen Hunger spende, kriege ich 5 Euro auf mein Bankkonto gut geschrieben. Unten in dem Menü kann ich dann zu meinen Arenen wechseln. Das sind die Gruppen, die was ich bilde. Und ich kann in die jeweilige Gruppe reingehen. Und ich sehe halt, was sie so tut. Da sehe ich, dass ich die Susi Berger herausgefordert habe. Genau, das ist so auf die Art wie so ein Chat aufgebaut. Und da sehe ich alle Neuigkeiten. Und es wird auch eine kleine Rangliste angezeigt. Da sehe ich, in welcher Position ich bin und wie viele Bäume ich gesammelt habe und wie viele die anderen gesammelt haben. Und ganz in der Mitte habe ich meine offenen Herausforderungen. Das ist auch nochmal eine ganz tolle Übersicht, damit ich nichts vergesse. Und da kann ich zum Beispiel auf eine Herausforderung raufgehen. Und wenn ich das jetzt gemacht habe, wenn ich jetzt eine Woche lang auf Fleisch verzichtet habe, kann ich die Herausforderung abschließen. Da kann ich dann, wenn es Sinn macht, ein Beweisfoto hochladen. Wenn ich zum Beispiel jetzt eine Autofahrt mit einer Radfahrt ersetzt habe, kann ich ein Beweisfoto hochladen. Oder ich schreibe einfach einen Kommentar hinzu und kann die Beweise hochladen und die Challenge abhalten. Dann kriege ich Bäume auf mein Konto hochgeschrieben und ich kann den Erfolg auf Social Media teilen. Genau. Ja, das waren jetzt eigentlich die wichtigsten Features unserer App. Ich finde, das Projekt hat echt viel Spaß gemacht und wo ich viel gelernt habe, war bei der Usability Study. Da haben wir halt Nutzer dazu gefragt, was sie von unserer App halten und wie sie die App finden. Und wir haben ihnen Fragen und Aufgaben gestellt, die was sie da machen haben müssen. Und dabei sind wir draufgekommen, dass vielleicht das Feature noch ausgebaut gehört und haben somit unsere App verbessern können. Genau, und generell, was uns auch noch sehr gut gefallen hat, war einfach das zu sehen, wie sich das entwickelt von der ersten Idee bis zum finalen Prototyp, der schon wirklich sehr ausgereift war dann. Ja. Hi, ich bin Verena, wissenschaftliche Mitarbeiterin beim Femtech Lab und ich stelle euch heute den Studiengang Design of Digital Products und unsere Projekte vor. Seht jetzt erstmal ein paar Ausschnitte aus Zeitungsartikeln. Discus Robaso, Elena-Verfahren scheitert. Wir haben alle was gemeinsam, diese Projekte. Das sind alles IT-Projekte gewesen, die ein riesengroßer Fail waren. Warum war das alles ein riesengroßer Fail? Oder warum überhaupt können IT-Projekte so sehr scheitern? Da gibt es verschiedene Gründe. Zum Beispiel, dass eine missverständliche Kommunikation herrscht.
dass eine fehlende Kommunikation gar nicht stattfindet mit Spezialistinnen, die gar nicht einbezogen werden, dass es unterschiedliche Interpretationen gibt, was passieren kann, wenn man keine Gesamtprojektplanung macht, dass die Kernziele gar nicht gemeinsam festgelegt werden, sondern jeder für sich selbst sagt, ah, okay, das würde ich gerne erreichen, aber es mit den anderen gar nicht abgestimmt wird. Eben, dass gar keine Abstimmung zwischen den Beteiligten auch während dem Prozess gar nicht stattfindet, sondern jeder so vor sich hin arbeitet. Oder auch, dass die Komplexität von dem Projekt komplett unterschätzt wird und dadurch auch unrealistische Zeitvorgaben sind, weil man denkt, okay, das schaffe ich in 2 Jahren, dauert aber in Wirklichkeit viel, viel länger. Dadurch auch, dass ausufernde Kosten auf einmal sind, weil wenn du denkst, es dauert 2 Jahre und es dauert am Ende 5, kostet es ein bisschen mehr, als man vielleicht angenommen hat. Dass es unklare Ziele gab, eben durch diese fehlende Abstimmung und auch unterschiedliche Erwartungen, weil Person A denkt vielleicht was anderes als Person B. Und das hätte man alles lösen können, indem man einfach miteinander kommuniziert hätte. Das wäre die Lösung gewesen. Wow, es hätte so einfach sein können. Genau, und da wollen wir euch eben hinbringen, dass ihr lernt, miteinander zu kommunizieren und auch kommunizieren könnt zwischen diesen ganzen SpezialistInnen. Aber was kann denn noch ein Grund dafür sein, dass ein Projekt scheitert? Vielleicht habt ihr schon mal vom Dunning-Kruger-Effekt gehört. Dieser Effekt besagt, dass es Menschen gibt, die am Ende, am Anfang sehr viel Wissen haben oder vorgeben, sehr viel Wissen zu haben und dann sich selber als ExpertInnen sehen. Die haben sehr viel oder haben ein sehr hohes Selbstvertrauen immer, aber eben vielleicht gar nicht so viel Wissen, wie sie jetzt vielleicht denken. Aber sie verkaufen das Wissen eben als das Nonplusultra. Aber irgendwann kommt dann der Punkt, wo es rauskommt, dass das Wissen gar nicht so krass da ist. Es findet ein richtiger Crash statt und man befindet sich am Gipfel der Dummheit, am Peak of Mount of Stupid. Was passiert dann? Auf einmal, oh mein Gott, ich weiß gar nicht so viel, wie ich dachte zu glauben. Oder es fällt auf, hey, der ist gar nicht so der Experte, die Expertin, wie es immer vorgegeben wird. Dann kann es passieren, dass man runterfällt in ein Tal der Verzweiflung. Man weiß nicht mehr, oh mein Gott, ich dachte, ich bin so ein krasser Experte. Mist, wie mache ich jetzt weiter? Wie man da wieder rauskommt, indem man sich wieder Wissen aneignet, indem man sich wirklich intensiv jetzt mit der Materie auseinandersetzt und sich dann auf einem Weg der Erleuchtung befindet, sodass man dann auch wirklich das Wissen, das man sich jetzt gut angeeignet hat, eben nachhaltig etablieren kann und man dann zu einem wirklichen Experten, zu einer wirklichen Expertin wird. So wie wir es dargestellt haben, man könnte ein Guru werden. Das ist unser Ziel für euch. Ein weiteres Problem, warum etwas scheitern kann, ist der Overconfidence Bias. Der Overconfidence Bias besagt eben, dass man denkt, man ist wieder ein krasser Experte, eine krasse Expertin, wenn ich jetzt glaube, ich weiß alles, oder wenn mir jetzt jemand ein Schlagwort sagt und ich denke, okay, das habe ich schon mal gehört, ich weiß alles darüber. Ich brauche dir gar nicht mehr zuhören, wenn du mir jetzt noch was weiteres dazu sagst, denn ich weiß alles darüber, das passt schon so, ich kann dir da jetzt einen Vortrag drüber halten, alles cool. Da vergisst man aber bei, dass man vielleicht noch mehr wissen könnte, dass die Person vielleicht auch ein Wissen hat, das man noch nicht hat, das einem selber auch helfen könnte. Und da ist eben wichtig, dass man lernt zuzuhören und offen zu sein, noch weiter Wissen sich anzueignen. Und das wollen wir euch auch hier beibringen, dass ihr offen seid, dass ihr euch Wissen von allen Seiten aneignet und eben am Ende fähig seid, mit allen Stakeholdern gut zu kommunizieren. Das lernt ihr bei Design of Digital Products. Kurze Frage, was ist denn ein digitales Produkt? Ein digitales Produkt kann sehr viel sein. Ihr kennt es vor allem durch die Apps, die an eurem Smartphone sind. Instagram, TikTok sind alles digitale Produkte oder auch die Health-App an eurem Handy, die eure Schritte jeden Tag zählt. Alles digitale Produkte, genauso wie Spotify. Ja, im Grunde jede App oder jedes Softwareprodukt, das ihr nutzt, ist eben ein digitales Produkt. Und damit lernt ihr in diesem Studiengang umzugehen und sie selber zu konzipieren. Genau, also was ist unser Ziel? Wir möchten, dass ihr eine Schnittstelle werdet, nämlich zwischen der Informatik und der Kommunikation. Also ihr sollt fähig sein, selber in der Informatik zu arbeiten, ein Produkt, eine Software herzustellen, aber ihr sollt auch fähig sein, das dann zu kommunizieren, was ihr da gemacht habt, das nach außen zu tragen. Also dass ihr auch immer wisst, wenn ihr mit verschiedenen Experten, Expertinnen redet, wovon reden die? Ihr seid fähig, die Informatik zu verstehen, aber auch die Kommunikation. Und nicht nur zu verstehen, sondern auch selber anzuwenden. Genau, dann könnt ihr am Ende nämlich auch semantisch korrekt wirklich zwischen allen Beteiligten übersetzen und auch alle KundInnenbedürfnisse einbinden. Das ist auch wichtig, wenn ihr jetzt ein Produkt entwerft,
dass es auch einen Sinn hat und ihr auch wisst, was möchte denn der Kunde, die Kundin, dass ihr einfach das einbeziehen könnt und auch wirklich ein wertvolles Produkt schöpfen könnt, das den auch wirklich Qualität hat, die ihr auch wirklich auch sichern könnt, wodurch dann eben ein digitales Produkt entsteht und dann für einen guten Mehrwert bei den Kundinnen sorgt, dass die auch einen Nutzen davon haben. Wir wollen aber vor allem Apps, Software entwickeln, die jetzt auch wirklich sozial verantwortungsvoll ist. Also bei uns spielt Ethik und Nachhaltigkeit wirklich eine große Rolle. Das soll alles ethisch vertretbar sein. Es sollte vielleicht die Nachhaltigkeit noch weiter unterstützen. Uns ist einfach wichtig, dass es einen Impact hat und vielleicht die Welt noch mal ein kleines Stückchen besser machen könnte. Genau, jetzt zu unseren Projekten. Was könnte euch in diesem Studiengang so erwarten? Also aktuell sind wir dabei, ein Webdesign-Projekt auf die Beine zu stellen. Dabei geht es darum, dass wir eine österreichweite Plattform aufsetzen, die Frauen in der Technik zeigen soll. Was haben wir da bisher gemacht? Wir haben am Anfang mal die Konzeption gemacht und geschaut, okay, welche Bedürfnisse haben denn die EndkonsumentInnen? Also wir haben die KonsumentInnenpsychologie mit einbezogen, dass wir auch einfach wirklich auf die Zielgruppe achten, was braucht die? Haben wir eben überlegt, okay, wie kann man das machen, haben Daten erhoben, die für uns visualisiert, dass wir einfach einen Überblick über alles haben. Und gerade befinden wir uns eben in der Design- und Entwicklungsphase, dass wir das alles sammeln, aufsetzen und eben dabei sind, umzusetzen in einer Plattform, wo dann am Ende der Kunde, die Kundin das alles sich ansehen kann. Wenn das erledigt ist, wird dann noch die Qualitätssicherung auf uns zukommen, die Validierung, dass man das alles abhackeln kann, dass das alles passt. Und am Ende natürlich der Rollout und die Vermarktung, dass man auch weiß, dass diese Plattform gibt und die dann auch nach außen getragen werden kann und möglichst viele Leute eben sehen. Das ist jetzt eben mal so ein beispielhafter Prozess, wie sowas ausschauen könnte. Und in all diesen Punkten sollt ihr dann auch später fähig sein, mitzuarbeiten. Gut, was kann dann euch in Zukunft erwarten? Also für euch ist wichtig zu wissen, dass wir strategische Partner haben. Das sind zum Beispiel Porsche Informatik, die Energie AG, SKF, Femtech eben, für die sich für Frauen in der Forschung und Technologie einsetzen und das Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie. Mit all diesen Partnern arbeiten wir zusammen und es ist möglich, dass ihr mit denen eben auch Projekte machen könnt. Studienprojekte eben. Wie kann jetzt so ein Studienprojekt ausschauen? Also beispielsweise, ihr habt das nächste Semester ein Studienprojekt mit Porsche Informatik. Könnten die jetzt auf euch zukommen, hey, wir bräuchten einen Autokonfigurator? Und da könnt ihr dann wirklich alle Schritte mit einbeziehen. Also ihr müsst euch überlegen, okay, wie schaut der Markt aus? Was brauchen die EndkonsumentInnen? Was haben die für Bedürfnisse? Also ihr treibt eben Markt- und KonsumentInnenforschung. Und dann entwickelt ihr halt wirklich diese App oder die Plattform, auf der später auch wirklich die EndkundInnen unterwegs sein werden und ihr Auto konfigurieren werden. Da ist eben auch wichtig, dass verschiedene Datensysteme zusammengeführt werden und alle Prozesse auch berücksichtigt werden. Das Bestellverfahren, die Logistik, die Produktion. Es ist also nicht nur die Oberfläche, die der Endkunde, die Endkundin am Ende sieht, sondern dass auch wirklich die Hintergrundprozesse berücksichtigt werden. Also wenn ich da erstmal ein Auto zusammengestellt habe, dass da was passiert, dass die Produktion weiß, okay, da wurde jetzt ein neuer Porsche bestellt, dass es einfach eine Auswirkung hat und da im Hintergrund noch was passiert. Und natürlich wichtig, es müssen immer alle rechtlichen Rahmenbedingungen und die IT-Security gewährleistet sein. Genau, das wäre jetzt mit Porsche Informatik. Es kann aber auch passieren, dass die Energie AG auf euch zukommt. Da wäre es denkbar, dass eben eine App entwickelt wird, die Smart Maintenance bei den Photovoltaikanlagen der Kundinnen betreibt. Smart Maintenance ist also die smarte Instandhaltung. Dass also die App selber sagt, hallo, ich habe ein Problem, ich habe eine Fehlermeldung, kümmere dich mal um mich. Und das soll eben dann der Endkonsument, die Endkonsumentin am Handy selber gleich bekommen, diese Fehlermeldung. Aber das sollte nicht nur eben bei dem Kunden der Kundin passieren, sondern das sollte eben auch die Energie ergeben bekommen. Und da kann es eben sein, dass es dann synchronisiert wird, dass man das zusammenführt. Und auch da wieder, dass die IT-Security und rechtliche Rahmenbedingungen gewährleistet werden. Und das wäre jetzt auch so eine App, die ihr selber dann am Ende aufsetzen könntet. Jetzt denkt ihr euch wahrscheinlich, klingt cool, aber was mache ich jetzt am Ende? Was kann ich denn später wirklich damit werden? Ihr könnt zum Beispiel im Unternehmen angestellt sein, als Expertin, entweder wirklich im Unternehmen selber oder auch extern. Beispielsweise als in der IT-Projektkoordination oder im IT-Projektmanagement, dass ihr eben an so Projekten mitarbeitet oder die auch leitet.
in dem Software Design, Softwareentwicklung, dass ihr eben diese Apps selber herstellt, und im Requirements Engineering. Requirements Engineering ist eben, wo der ganze Prozess mit einbezogen wird, wo alles beleuchtet wird, alles zusammenhängt und ihr habt dann einfach so einen Gesamtüberblick über das gesamte Projekt, über das gesamte Produkt. Und ihr könnt überall mitreden und vermitteln. Und ihr könnt auch im Consulting, also in der Beratung tätig sein. Für Unternehmen, dass ihr die beratet und da eben auch als Schnittstelle, als Übersetzer, Übersetzerin fungieren könnt. Genau, das wäre die eine Seite, dass ihr eben im Unternehmen angestellt seid. Ihr könnt aber auch bei uns selbstständig werden. Ihr könnt uns euer eigenes Startup gründen später, beispielsweise, dass ihr eure eigene App entwickelt oder ein eigenes Produkt designt. Warum könnt ihr das? Bei uns kriegt ihr Vertiefungen im Business-Bereich, Finanzkompetenz und eben auch dieses Entrepreneurial Thinking, also dieses Gespür dafür, was der Markt noch brauchen könnte, was ist aktuell, was sind die Trends. Dass ihr auch darauf reagieren könnt, euch überlegen könnt, okay, was wäre denn noch cool zu haben? Und es wirklich von Anfang bis Ende selber aufsetzen könnt, also selber designen könnt, selber entwickeln könnt und auch am Ende selber vermarkten könnt. Gut, was zeichnet denn jetzt den Studiengang nochmal wirklich konkret aus? Also was sind so unsere USPs? Für uns ist eben wichtig, dass ihr einen ganzheitlichen Sicht und Einblick in alle unterschiedlichen Bereiche bekommt, dass ihr wirklich überall mitreden könnt, aber es auch versteht und wirklich dann eben semantisch korrekt übersetzen könnt. Das ist uns wichtig, dass ihr überall wirklich Fachkenntnis habt und ihr eben nicht an diesem Gipfel der Dummheit scheitert, sondern darüber hinaus weitergeht als wirklich wahre ExpertInnen. Dann ist uns wichtig, dass wir innovative Zugänge in der Didaktik haben, also dass wirklich innovatives Lernen für euch ist, das auch wirklich Spaß macht und dass die Projekte bei uns im Mittelpunkt stehen. Also ihr habt wirklich jedes Semester ein Projekt, wie ihr praktisch was arbeitet und wirklich euer Wissen anwenden könnt. Denn so fällt es euch auch später sehr viel leichter, wirklich in die Selbstständigkeit zu gehen, weil es einfach nichts Neues mehr für euch ist. Ihr habt es schon 100-mal gemacht, ihr kennt das, wie so ein Projekt abläuft und könnt dann am Ende auch selber eins entwickeln. Und wie ich schon gesagt habe, uns ist wichtig, dass das alles ein bisschen eine gesellschaftliche Relevanz hat. Also, dass ihr Apps entwickelt, die eben jetzt im Klimaschutz eine Rolle spielen, zur Inklusion, Barrierefreiheit beitragen, Nachhaltigkeit unterstützen. Das sollte irgendwie einen Wert haben, was ihr am Ende macht. Genau, und am Ende könnt ihr dann die digitale Zukunft mitgestalten von und mit unterschiedlichen Menschen, also dass wirklich divers wird, dass die Softwareentwicklung divers wird und eben für diverse Menschen relevant ist. Und natürlich auch wichtig, ihr müsst nicht programmieren können, wenn ihr zu uns kommt. Ihr lernt es wirklich von Grund auf. Ihr müsst gar keine Vorkenntnisse haben, ihr lernt alles bei uns von Anfang an. Genau, das ist eben Design of Digital Products. Und somit wären wir jetzt auch am Ende von unserem Livestream des Hagenberger Open House angelangt. Vielen Dank, dass ihr dabei wart und einen schönen Abend euch noch allen. Ciao. Hallo, wir sind hier im Makerspace Hagenberg. Der Makerspace ist ein Verein von Studenten für Studenten, wo Studenten aller Studienrichtungen einfach nach der Studienzeit oder also nach den langen Stunden an der FH mal einfach herkommen können und sich an ihren eigenen Projekten an das in einer Freizeit arbeiten widmen können. Wir haben freien Zugang für alle Studenten aller Studienrichtungen und wir unterstützen uns da im Makerspace gegenseitig. Es ist immer wer da, der mit einem Projekt hilft. Jeder kennt sich mit seinem eigenen Gebiet aus und somit ist man nie alleine im Makerspace und wir bieten da viele technische Möglichkeiten, sich zu entfalten. Beispielsweise haben wir hier einen Lötofen in unserem Makerspace, einen Reflow-Lötofen. Außerdem haben wir beispielsweise hier 3D-Drucker, mehrere, insgesamt drei im Makerspace, hier auch einen industriellen 3D-Drucker mit Dual Extruder, damit man mit zwei Filamenten gleichzeitig drucken kann. Ein Stereomikroskop bieten wir beispielsweise auch fürs genaue Löten an, sowie Elektronik-Equipment und einen Lasercutter zum Schneiden von Acryl, Plastik, Holz und zum Gravieren von Metall. Hier arbeiten zum Beispiel gerade zwei Kollegen an der Tesla-Spule, die sie heute reparieren werden. Ja, unser Projekt ist im Zuge von der Projektarbeit im
Hardware-Software-Studiengang entstanden. Wir haben heute leider einen Rückstau gehabt und müssen den deswegen jetzt reparieren, aber das zeigt eigentlich am besten die Fähigkeiten von MakerSpace auch. Es sind alle Geräte da, die was man braucht, um das Ganze mal zu verwirklichen, aber auch, wenn man es schnell wieder reparieren muss. Das Besondere an unserem Projekt, jetzt ein bisschen genauer, ist schlichtweg, dass die Idee dahinter war, mit Blitzen Musik zu erzeugen. Also da springen dann wirklich Blitze über, die was über die Frequenz genau die Musik wiedergeben, wie man es haben will. Da sind gerade auf unseren Studiengang bezogen relativ viele Inputs für Lehrveranstaltungen eingeflossen. Auf der Hardware-Seite zum Beispiel Grundlagen der Elektrotechnik, Signal- und Systeme, Schaltungstechnik. Auf der Software-Seite, von der Ansteuerung her, ist Softwareentwicklung dabei, parallele Software-Systeme, Linux-Device-Drivers. Also das Projekt verbindet quasi viele Elemente vom Hardware-Software-Design-Studiengang. Das wird in Zukunft dann hoffentlich auch in weiterer Folge weiter betreut, entweder vom Makerspace oder im Zuge vom Studium als Bachelorarbeit, als Studienprojekt. Da gibt es sicher noch viele Möglichkeiten. Wir wären jetzt grundsätzlich sogar fertig mit unserer Reparatur und hoffen, dass wir in ein paar Minuten dann nach einer kurzen Pause sagen können, wie das. Ja, hallo zurück zu unserem Projekt. Wir sind jetzt mit der Reparatur durch. Und probieren jetzt einfach mal, ob die Reparatur geglückt ist. Und grundsätzlich sollte man dann eben da dann einen Blitz gesehen. Die Ansteuerung von der Spulen funktioniert eben über das Touchscreen mit einem Mini-PC. Da kann man dann die Lieder auswählen. Und dann schauen wir mal. Und da kann man jetzt eben dann die Blitze erkennen. Hat unser Projekt jetzt nach der Reparatur Gott sei Dank funktioniert. Dank dem Makerspace haben wir es wieder schnell reparieren können. Damit sind wir mit unserem Projekt jetzt auch fertig und allgemein wäre das jetzt das Ende vom Livestream von den Projekten bei uns da am Tag der offenen Tür in Hagenberg. Ich hoffe, euch hat es gefallen und wir wünschen euch noch einen schönen Tag.